This is Masterfly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. Heute wieder live. Der bedingungslose Nachmittag. Talk, Info, Interessantes zum bedingungslosen Grundeinkommen mit Juliane Bär und Olaf Michael Ostertag aus der Apo-Bar in Berlin-Prenzlauer Berg. Ja, hallo, und jetzt ist es wirklich live und hier meldet sich Olaf Michael Ostertag nicht aus der Abbaubar, sondern seit einigen Monaten bringen wir diese Sendung live aus Speiches Rock- und Blueskneipe in der Raumerstraße 39 in Berlin-Prenzlauer Berg. Heute habe ich eine ganz besondere Aufgabe. Ich bin nämlich heute nicht als Moderator hier, ich bin heute als Gast zusammen mit dem Ensemble der Inszenierung Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Findet sich sofort hier auf der Bühne ein. Aber das bedeutet, heute gebe ich mal das Moderationsmikro exklusiv an unsere einzigartige und heute einzige Moderatorin Juliane Bär. Ja, hallo Leute, ich übernehme das heute. Jetzt kommt auch langsam, trifft hier das Ensemble an, aber alles gemacht. Also wie gesagt, es geht heute bei uns um Theater. Aber natürlich soll das bedingungslose Grundeinkommen auch nicht zu kurz kommen, denn ihr wisst ja, die Kunst ist von jeher bodenlos. Das heißt, wir wollen natürlich erstmal etwas über die Schauspielerinnen und Schauspieler erfahren und dann so ab der zweiten Stunde kommen wir dann langsam mal zu unserem Lieblingsthema, das bedingungslose Grundeinkommen. So, fehlt noch jemand oder seid ihr vollzählig? Oder eine Dame fehlt noch? Eine Dame fehlt noch. Genau, gut. Ja, dann überbrücke ich noch weiter. Also es wurde dem Ensemble, ich will das jetzt mal entschuldigen, zu spät gesagt, dass wir auch filmen. Die Leute müssten sich noch alle etwas schön machen. An der Stelle kann man natürlich sagen, es gibt natürlich nicht nur diese Sendung auf YouTube, wieder von Kikemal Film aufgezeichnet, sondern man kann ja auch noch über Chat uns Fragen stellen auf rockradio.de. Chat ist geöffnet, Klaus sitzt am Chat und zeigt uns dann, falls Fragen reinkommen und ja, wie gesagt, dann, wenn wir ab Dienstag oder noch früher auf YouTube zu sehen sind, könnt ihr natürlich auch wieder jede Menge Kommentare hinterlassen. Okay, gut, jetzt sind alle vollzählig, wunderbar, dann fange ich mal an vorzustellen. Und zwar fangen wir mit den Damen an, der war Luise Lotti Ruhmann. Ruhlau. Oh Gottes Willen, ich kann mal eine Schützen. Hallo. Hallo. Dann haben wir Claudia Dornat. Ich hoffe, das habe ich jetzt wenigstens richtig. Claudia Dornat. Hallo. Und wir haben Dirk Kress, das ist der Produktionsleiter. Genau. Es spielt noch ein zweiter Herr mit Oliver W. Koch, der ist heute nicht da. Ich habe mir sagen lassen, der muss arbeiten, ist verhindert. Und wir haben natürlich im Ensemble noch unseren sonstigen Moderator Olaf Michael Ostertag. Hallo, und ich begrüße dich jetzt nochmal offiziell als Gast heute. Ich fühle mich ganz geehrt, dass ich heute in unserer Sendung zu Gast sein darf. Okay, gut. Das ist mal sozusagen mal eine andere Perspektive. Würde ich vorschlagen, stellt euch doch bitte einmal kurz alle selber vor. Vielleicht fällt es mal. Fangen wir mit den Damen an. Ich bin Luise Lotti-Ruhlau, geburtige Neustrelitzerin, bin Schauspielerin, ausgebildet hier in der Reduta Berlin und bin durch Zufall in dieses wunderbare Ensemble gerutscht und freue mich sehr, dabei gewesen zu sein bei Virginia Woolf und zukünftig auch dabei zu sein bei anderen Projekten. Ja, ja, ich bin Claudia Dornat. Ich hatte auch eine Schauspielausbildung absolviert, war dann allerdings lange Zeit Bühnenabstinenz aufgrund meiner zwei süßen Töchter. Und wir haben Anfang des Jahres wieder angefangen mit dem Fluglärm-Kabarett, das im Zimmertheater zu spielen. Und daraufhin ergab sich dann die Zusammenarbeit mit Olaf und wir haben dann angefangen mit für Virginia Woolf zu proben. Ja, guten Tag, mein Name ist Dirk Kress, bin der Produktionsleiter von Virginia Woolf und außerdem erster Vorsitzender vom Zimmertheater in der Grundschule, vormals Zimmertheater Karlshorst. Wir sind 20 Jahre in Karlshorst und sind 2010 umgezogen in dieses Nachbarschaftshaus, die
Kultschule im zweiten OG dort. Ja. Darf ich fragen, was ist das für eine Räumlichkeit? Kultschule, kann ich jetzt nicht finden? Es ist wirklich ein ehemaliges Schulhaus, Schulgebäude. Ah, okay. Stand, glaube ich, aus den 15, 16er Jahren letztendlich. Wurde dann in 2000er Jahren stillgelegt. Dann hat dann irgendwann der Bezirksbürgermeister gesagt, okay, muss wiederbelebt werden. Dann zog dort der Lichtenberger Kulturverein ein. Und dann haben sie einfach nur Schweigen gehabt, dass das Kulturhaus Karlshorst, das ehemalige, abgebaut worden ist, geschlossen worden ist. Und dann mussten alle Vereine umziehen und die sind dort eben auch gelandet. Super, also da seid ihr wieder gut untergekommen. Ist gut untergekommen. Ja, und mein Name ist Olaf Michael Ostertag und das Besondere daran ist, wenn ich jetzt hier sonst in dem Mikro sage, was ich beruflich mache, dann erzähle ich ja meistens von meinen politischen Aktivitäten, dass ich in der BVV von Marcel Hellersdorf sitze, dass ich fürs Abgeordnetenhaus arbeite, aber gelernt habe ich tatsächlich Schauspieler. Und das ist ein Beruf, den ich immer dann ausübe, wenn ich es mir leisten kann, weil tatsächlich, ich habe früher meine eigene Theatertourneeproduktion unterhalten und habe sie mit einer schwarzen Null abgewickelt, weil schlicht und ergreifend das einfach nicht mehr möglich war, Gagen zu zahlen. Die Veranstalter, die Veranstaltungsorte haben dann irgendwann mal eben erklärt, wie wenig sie eigentlich auszugeben in der Lage sind. Aber trotzdem schwarze Null, immerhin. Mit einer schwarzen Null, also es hat andere Leute gegeben, die haben grandiose Pleiten hingelegt, aber sagen wir mal so, insofern war meine Theaterproduktion profitabler als der Flughafen Berlin-Brandenburg. Aber trotzdem habe ich dann eben entschieden, ich kann es einfach nicht verantworten, weiterhin Leute für nichts auftreten zu lassen. Deswegen habe ich das dann eine Weile lang eingestellt und jetzt, wo ich es mir leisten kann, da habe ich es wieder aufgenommen. Und bin da sehr dankbar, dass ich mit dem Zimmertheater in der Kultschule auch einen Ort habe, wo ich so ziemlich alles machen kann, wonach mir ist. Also richtig die Laune einfach mal so hin und her schleifen lassen kann. Und jetzt war die Laune auf ein ganz herausforderndes und sehr anstrengendes, aber auch sehr packendes Stück. Also etwas, was man wirklich nicht alle Tage macht, was man auch in seiner Schauspielkarriere nicht so häufig macht. Und da. Wohl ein Bühnenklassiker. Ein Bühnenklassiker natürlich, aber nicht jeder spielt jeden Tag einen Klassiker. Und Klassiker sind auch deshalb Klassiker, weil sie herausragen. Und wenn sie herausragen, muss es ja was anderes geben, aus dem sie herausragen. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich mit Lotti und mit Claudia jetzt zwei von den dreien hier präsentieren kann, die wirklich sich voll und ganz darauf eingelassen haben, sich wirklich bis in alle Seelengründe und Tiefen da hinein zu wühlen in dieses Theaterstück. Und es ist tatsächlich so, es dauert 3 Stunden. In unserer Inszenierung und das sollte man nicht glauben. Die Leute, die drin sitzen, sagen, sie haben überhaupt nicht gemerkt, dass in der Zwischenzeit 3 Stunden vergangen sind. Sozusagen immer das positivste Dankeschön zum Schluss, ne? Wenn die Leute sagen, sie haben nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Naja, bei uns kommt noch dazu, wir sind ja eigentlich durch unsere Amateurschauspieler teilweise überlegen gewohnt. Und da wird immer mich herangetragen, kürzer. Ne? Als ich dann das erste Mal gehört habe, 3 Stunden, da dachte ich, oh Gott, das darfst du vorher keinem erzählen. Und als ich im Nachhinein Leute gefragt habe, wie, das waren 3 Stunden, war die Zeit im Flug vorbei. Aber das macht ihr keine Pause innerhalb der Stunde? Doch, ja, auf der Hälfte dann. Ja, eine Pause haben wir drin, also eine halbstündig oder 21 Minuten, je nachdem wie viel Publikum dann dort anwesend ist. Aber die wird auch gebraucht, zwecks jetzt des Klimas vor allen Dingen. Wir haben ja jetzt wirklich leider Pech gehabt, weil an den Spieltagen nie unter 30 Grad waren und dementsprechend im zweiten OG die Wärme doch nach oben stieg und wir dann nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum geschwitzt haben, glaube ich, würde ich denken. Ja, aber nochmal zur Zeit, also für uns auf der Bühne ist es auch so, dass die Zeit unglaublich schnell verfliegt, weil die Rollen ja auch sehr umfangreich sind. Also sowohl vom Text als auch von den inneren Vorgängen, die da passieren und man kann wirklich alle Seelentiefen da ausloten und sich richtig auskotzen, ausheulen, Spaß haben, übertreiben. Das wäre jetzt sozusagen, da kommen wir jetzt im zweiten Block zum Stück und zu eurem Verhältnis zum Stück. Wollen wir erstmal Musik machen, damit wir das so verdauen können. Und Klaus, bist du bereit für eine Musik? Und dann kommen wir dann im zweiten Block zu dem Stück. Ja, also der mit dem Schatten ist der erste Block, ist noch kurz.
Stefan. Ja, Leute, wir sind bei rockradio.de und zwar neuerdings oder auch schon eine Weile in der Raumerstraße 39, aber auch in Prenzlauer Berg. Und wir haben heute ein Sommerunterhaltungsthema. Wir lassen heute mal die große Politik, die Weltpolitik sein und wollen euch unterhalten. Und zwar haben wir das Ensemble von Wer hat Angst vor Virginia Woolf bei uns im Studio und in der Kneipe. Und wir reden über das Stück und später auch noch über das BGE und gucken wir mal, wo wir noch drauf kommen. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal wissen, das Stück ist eigentlich ein Bühnenklassiker, aber ich würde allen aus der Runde hier bitten, doch mal in zwei, drei Sätzen zu erzählen, worum es da geht, für die, die es tatsächlich noch nicht kennen. Wer macht denn das mal eben in zwei, drei Sätzen? Also ich kann das mal kurz anreißen. Das ist so ungefähr wie, wenn man jetzt einen filmischen Vergleich ziehen würde, wie Gott des Gemetzels mit Jodie Foster. Ich weiß nicht, vielleicht bekannt der Film. Also es geht um ein Ehedrama, wo sich zwei Paare begegnen auf einer Samstagabendparty und es spielt sich eigentlich in Echtzeit ab. Und die Paare haben sich gegenseitig ziemlich viel zu geben, vor allen Dingen ziemlich viel Stress und Streit. Und ja, das Witzige ist halt, dass das eine Paar dem anderen ein bisschen überlegen ist aufgrund des gesellschaftlichen Status, den die schon beide innehaben. Und dadurch haben die natürlich die Möglichkeit, auch die Leute so ein bisschen zu unterdrücken und in ihre Richtung zu lenken. Also dadurch wird es auch widerlich, ne? Es wird richtig widerlich. Okay, ich bin ja Schauspieler. Ja, es ist, wenn man es mal kurz zusammenfasst, ein richtig widerliches Stück aufgrund eben dieser Unterdrückung und der Spiele, die an diesem Abend gespielt werden. Also es beginnt um 2 Uhr morgens in einem Wohnzimmer und es endet um 4 Uhr nachts. Ja, total. 6 Uhr früh. Es wurde hell. Okay, es wurde hell, also 6 Uhr früh, ich korrigiere. Sehr unschön. Sozusagen fast alle am Boden zerstört. Also alle haben so ihr Fett abgekriegt, wenn man das so sagen darf. Jetzt frage ich mich natürlich, ist ein Bühnenklassiker, klar, aber wie seid ihr jetzt drauf gekommen? Habt ihr da irgendwie ein bestimmtes Verhältnis zu dem Stück? Darf ich das fragen? Wer kam auf die Idee, das zu spielen? Gerade im Sommer, wo es ja eh so heiß ist, wo man die Leute eigentlich nicht strapazieren will, emotional. Ja, also ich kam auf die Idee, dieses Stück jetzt zu spielen. Das hatte gar nichts mit dem Sommer und nichts mit der Hitze zu tun, sondern das hatte was damit zu tun, wie der Spielplan ursprünglich aufgestellt war. Es war ursprünglich eigentlich angesetzt, Woody Allen war es noch einmal Sam, war eigentlich eine ganz leichte Komödie. Unglückseligerweise allerdings war mir gerade nicht nach Komödie, nach leichter Komödie. Ich brauchte unbedingt was tiefgründig Schwarzes. Das hat ein bisschen was mit der privaten Situation zu tun. Wir haben auch in dem Programmheft einen kleinen schwarzen Kasten, einen mit Trauerrand. Und eine Person ist gestorben und dieser Person ist diese Inszenierung gewidmet, weil diese Art und Weise, wie man sich an die Gurgel gehen kann, wie man sich an die tiefsten, innersten Gemeinheiten zuwerfen kann und so weiter. Das klingt jetzt eigenartig, aber das ist eine große Verbeugung von dieser Person. Kannst du das ein bisschen genauer erzählen, weil für mich hört sich das ein bisschen zynisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, es ist tatsächlich eine Liebeserklärung, sollte man nicht glauben, aber es ist eine Liebeserklärung, weil tatsächlich glaube ich, dass die meisten, sowohl die Stücke als auch die Diskussionen und Ideen über Gefühle an der Oberfläche verbleiben. Und dieses Stück legt alles bloß, legt alles offen, legt also beispielsweise, dass Martha, die Ehefrau des Älteren der beiden Paare, ihrem Ehemann vorwirft, dass er nicht die Karriere gemacht hat, die er hätte machen müssen und für die er das Talent gehabt hätte, dass sie ihm das immer wieder vorhält. Und dass umgekehrt beispielsweise die Pussy, also die Frau aus dem jüngeren Ehepaar, dass die ganze Zeit ein Problem hat mit der Frage, wird sie nun Mutter oder wird sie nicht Mutter, will sie überhaupt Mutter werden und darüber den Ausweg findet, einfach erstmal Cognac zu trinken, dieses Thema zu verdrängen. Das sind alles diese Sachen, die normalerweise immer so auch auf Samstagabendpartys nicht besprochen werden, sondern nur so angedeutet werden, so kleinen Spitzen. Aber diese Spitzen, die sollen ja eigentlich viel tiefere Dinge ansprechen. Und dieses Stück spricht das an, bringt das ins Tageslicht, wühlt das Guteste zu oberst und lässt uns dann nochmal darüber nachdenken, was ist eigentlich das, was wir wirklich im Leben
von dem Leben erwarten, von unseren Partnern erwarten und was ist schiefgegangen und wie leben wir damit, wie verarbeiten wir das? Oder verarbeiten wir es eigentlich letztlich überhaupt nicht? Und das ist das Thema, das ich da gerne mit dieser Inszenierung behandeln wollte. Wie habt ihr euch denn geeinigt? Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber war das eine Diskussion, wer welche Rolle übernimmt? Oder gibt es dann irgendwie bei euch so, dass ihr sagt, okay, also ich bin für diese Rolle wie geschaffen und oder du lachst jetzt gar nicht. Also ja, das sollte jetzt Anspitze sein. Dass wir für die Rollen geschaffen waren, haben wir im Nachhinein gemerkt. Okay. Das war lustigerweise ein Vorschlag, der gebracht wurde, du nimmst die Rolle. Und irgendwie hat jeder gemerkt, stieß auf die Grenzen und packte genau das, was eigentlich das eigene Problem ist, genau in diese Rolle rein. Und dadurch hat es eben gepasst, wie man so sagt, wie Arsch auf einmal. Also da war keine Diskussion und kein Überlegen, da wusste jeder, wo er hingehört sozusagen. Ja, schon. Also wir wussten irgendwie, wo wir hingehören, ja sowieso in das Ensemble. Aber wir haben gemerkt, dass wir jeder unsere Grenzen haben und dass wir was Ähnliches doch schon erlebt haben. Und konnten uns da richtig schön reinpowern, auspowern, in dem Sinne. Wie ist denn das, wenn man jetzt auf der Bühne steht, braucht man denn immer eine Rolle, wo man sich auch wiedererkennt? Oder würdest du sagen, es ist auch interessant, wenn man einfach mal ganz jemand anders ist und wie siehst du das? Man ist ja auf der Bühne so und so jemand anders. Das ist vorausgesagt, aber man erkennt schon Sachen, und wenn es Kleinigkeiten sind, erkennt man fast in jeder Rolle wieder. Ach so, okay. Also nicht wirklich in jeder, aber in fast jeder. Doch. Und könnte man ein Stück spielen oder könnte man eine Rolle spielen, wo man sich überhaupt nicht wieder erkennt, wo man sagt, nee, das ist völlig fremd, aber es wird mich reizen, es wird mich interessieren. Wie ist das bei dir? Ja, tatsächlich habe ich schon. Also ich sag mal so, den Gollum habe ich gespielt aus Herr der Ringe. Und da würde ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich so schizophren, so kaputt und so ausgepowert bin, wie dieser Mensch oder dieses Geschöpf, was es dargestellt hat. Also wäre glaube ich, schon was anderes doch. Ja. Klaus-Maria Mandauer hat mal über Oberst Reh gesagt, das sei die erste seiner Rollenfiguren, die er aus der Kritik heraus gespielt hat, statt aus der Identifikation. Also es ist schon so, dass das eine Methode ist, direkt in sich hineinzuhorchen und zu gucken, wie wäre ich, wer bin ich, wenn ich dieser Mensch wäre. Das heißt, alles aus dem zu holen, was mir an Erfahrung zur Verfügung steht und aber zu identifizieren, ja, das bin ich jetzt in diesem Moment und das will ich auch genauso bis in die Tiefe fühlen. Bin ich überhaupt noch zu hören? Ja. Gut, es gibt dann aber auch die Möglichkeit der Kritik zu sagen, ich habe beobachtet und ich finde etwas fürchterlich und genau das stelle ich jetzt dar. Das ist auch möglich. Und in diesem Stück geht es, glaube ich, nicht ohne beides. Einerseits muss man diese Rollen vollkommen, also man muss vollkommen in ihnen aufgehen und man darf eigentlich keine Sekunde irgendwie eine Reserve zurücklassen, wo man also nicht unmittelbar das empfindet, was die Figuren in diesem Augenblick empfinden. Andererseits aber wäre es, glaube ich, sehr gefährlich, wenn man die Figuren so spielt oder sich so mit ihnen identifiziert, dass man alle diese schlechten Eigenschaften, die sie dort aufführen, dass man die dann für sich selber auch annimmt und sich dann nachher anschließend auf die Straße begibt und sagt, so, das hat mir gefallen, das mache ich im wirklichen Leben jetzt auch so. Das wäre eine schlechte Wirkung, die das Stück haben könnte, aber ich glaube, die hat sie nicht, beim Publikum ganz bestimmt auch gar nicht. Ich habe aber viele Leute jetzt gesehen, die dieses Stück gesehen haben und die sehr erschüttert rausgegangen sind und ich glaube, die dann noch einige Tage dran zu knabbern haben und dann Gedanken gegen, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Oder siehst du es anders? Ja, nee, also ganz grundsätzlich ist es so, dass man immer ein Stück weit Empathie haben muss für die Rolle. Also so, dass man das sozusagen nachvollziehen kann, auch wenn man sich vielleicht selber nicht so verhalten würde. Wobei es dann auch sehr großen Spaß macht, diese Tiefen sozusagen rauszulösen. Also eine logische Frage, also auch mal so diese Fiesheiten rauszulassen, die man sonst vielleicht irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht so rauslässt. Ja, wobei ich sagen muss, auch das ist mir ziemlich schwer gefallen, also zumindest am Anfang dann so, da wirklich das alles halt so zuzulassen und so und das rauszulassen. Und
ja, weil ich mich halt nicht so sehe. Also ich versuche immer nett zu sein und lieb zu sein zu den Leuten und dann halt so das komplette Gegenteil da hervorzubringen. Das ist schon eine anstrengende Sache gewesen, aber eine Sache auch, die sehr, also die mich, glaube ich, auch in meinen emotionalen Eigenschaften ein bisschen weitergebracht hat. Hat das einen therapeutischen Effekt? Hat einen therapeutischen Effekt, auf jeden Fall, das kann man so sagen, ja. Also man verarbeitet sehr viel durch das Stück auch. Weil dir auch einen therapeutischen Effekt deine Rolle? Therapeutischen Effekt würde ich jetzt so in der Position nicht sagen, weil die Rolle jemand ist, der sehr viel eben auch wegtrinkt und durch dieses Trinken eben immer schwacher wird oder so tut, als wenn es schwacher wird. Und diese Entscheidung dort auf der Bühne, es ist schwierig zu sagen, bei mir einen therapeutischen Effekt würde ich eher nicht sagen. Ich habe sehr viel emotional hochholen können dadurch, sehr viel auch mitnehmen können dadurch, aber therapeutisch bei mir glaube ich eher nicht, würde ich bezweifeln. Was aber günstig ist, weil Lotti ist viel gesünder als ihre Rolle. Und das hätte jetzt einen, also wenn Putzi die Rolle, die sie spielt, einen Effekt auf sie hätte, könnte das eigentlich nur einen negativen haben. Insofern sind wir alle sehr froh, dass es keinen therapeutischen Effekt auf Lotti hat. Naja, ich dachte, dass man einfach mal so ein, so dieses, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dieses Arschloch in sich einfach auch mal rauslassen kann, dass das vielleicht einen heilsamen Effekt hat hin und wieder, oder wie seht ihr das? Da ich häufiger gesagt bekomme, dass ich das Arschloch in mir ausreichend im Alltag rauslasse, ist es das wohl eher nicht, aber was tatsächlich stimmt, also ich glaube, für mich hat es auch einen therapeutischen Effekt, ja, hat, ist die emotionalen Bandbreiten über eine Nacht wirklich auszuloten, auszukosten und nichts zurückzuhalten. Also wirklich das alles impulsiv auch auf der Bühne auszuleben, wo man normalerweise im wirklichen Leben einfach so eine Maske aufsetzt oder so eine Rüstung sich anlegt und dann einfach eine Situation verlässt und nicht durchkämpft oder durchsteht. Das macht man in diesem Stück anders. In diesem Stück spricht man alles aus. Man spricht es nicht nur aus, man brüllt es heraus zum Teil, man flüstert es, man geht durch sämtliche emotionalen Höhen und Tiefen und man lässt sie jeweils zu. Und das ist im wirklichen Leben bei mir anders. Und insofern, ja, hat das auch einen therapeutischen Effekt. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das ist ja sozusagen, ja, ja, das Stück, ja, man sagt, kann man so sagen. Es war aus den 60er Jahren, aber also 62, so viel ich weiß, ist es uraufgeführt worden. Ne? Und, aber da fängt es ja langsam an. Das ist so der Vorläufer von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ne? Darf ich dich nochmal fragen, du bist Produktionsleiter, ist das richtig? Ja. Dass du vielleicht nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern erzählst, was du dann in dem Stück so direkt oder machst du die Regie, die Dramaturgie oder bist du so eigentlich eher dafür zuständig, dass alles klappt rundherum? Erzähl doch nochmal bitte. Also in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hat jeder sich eingebracht und als Chef vom Zimmertheater versuche ich natürlich, dass die Gegebenheiten vor Ort stimmen. Okay. Und ja, das ist letztendlich eine Aufgabe, dass ein Equipment da ist, dass man sich abstimmt letztendlich, dass die Proben stimmen, dass das Zimmertheater freigehalten wird. Und eben auch, dass die Leute eben bleiben bei der Stange und bleiben einfach sagen, dass man sie einfach auffängt, aber dann auch, und wenn man merkt, dass da jemand an seine Grenze kommt. Und das, was ich beobachten konnte, also war für mich auch schon stark, das habe ich nicht erwartet, hat mich selber auch überrannt und musste mich damit auch erstmal auseinandersetzen. Aber das eine war, dass ich einfach Olaf vertraut habe, was den Casting angeht, dass er das dann auch in die Hand und sagt, und die Leute sind einfach top drauf. Und das Zweite ist, sie einfach eben dabei zu halten. Sagen, okay, sind auf verschiedene Tage weggebrochen, schaffen wir es dann noch zum Ultimo letztendlich. Und dann gibt es eben, ja, es war knapp letztendlich, aber wir haben es trotzdem gepackt und mit viel Schwitzen, vor allem bei der Wärme. Und dann gibt es eben da irgendwo mal auch einzuspringen, halt auch als Techniker oder wie auch immer halt, einfach damit das mal besteht. Und einige gesundheitliche Dinge gab es auch noch zwischendurch, die wir dann bewerkstelligen mussten, bei mir selber auch letztendlich, wo ich sagen kann, einfach den Abend durchzuhalten und einfach davon gerade stehen kann. Also sozusagen der gute Geist im Hintergrund. Ne? Ja, zumindest sei mal alle Zusammenhalt. Aber wenn ja, ein Stück mir die Rolle zukommt, warum nicht gerne. Ne? Okay. Klaus, machen wir deine Musik und reden gleich im nächsten Block weiter. Ja, hallo Leute,
Wir sind noch beim bedingungslosen Nachmittag aus der Raumerstraße 39, Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Und wir sprechen übers Theater. An der Stelle möchte ich euch aber nochmal Klaus Schnabel-Köplin an der Technik vorstellen. Hallo, nicht das. Wir haben dich am Anfang irgendwie, es ist sehr heiß heute. Wir wollten dich nicht übergehen, wir haben es schlichtweg verbaselt dafür. Entschuldigung und jetzt aber umso herzlicher Hallo. So, und zwar sprechen wir über das Stück Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das wird im Moment gerade im Zimmertheater in der Kunstschule gespielt und wir haben das ganze Ensemble hier und ihr hattet am Freitag Premiere, am Donnerstag. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, am Donnerstag, da waren es glaube ich 35 Grad oder so ungefähr. Ne? Wie lief das? Erzähl doch mal bitte. Ich habe auch schon im Theater gearbeitet, ich stelle mir das horrormäßig vor. Wie lief das, ist die richtige Frage. Es lief vor allem Schweiß. Ja, und durch die Emotionen, die man auf der Bühne erlebt, ist man ja so und so drin. Wenn man abgeht, merkt man erst, wie glitschnass man eigentlich ist. Wir hatten vorher probiert zu lüften, es hat nicht allzu gut geklappt, glücklicherweise war ausverkauft. Dementsprechend war es noch wärmer drin. Wie viele Plätze? Ja, 35 Plätze. Es war glitschnass. Hinterher hat man gedacht, wo ist die Dusche? Aber es war toll. So aber das Essen hält man durch. Man hat so viel Adrenalin, dass man es wahrscheinlich nicht merkt. Ne? Ich würde sagen, wir waren alle sowas von drin, dass wir nichts gemerkt haben von dem, was eigentlich um uns herum passiert noch. Auch an Wärme. Ja, man hat Claudia eigentlich ihre vielen blauen Flecke bemerkt. Das würde mich jetzt interessieren. Das Stück ist so intensiv, also offensichtlich geht es auch wirklich an die körperliche Substanz. Hast du die Schmerzen schon auf der Bühne oder immer erst nach dem Schlussapplaus? Ja, also ich habe die Schmerzen erst nachdem der letzte Gong da sozusagen gekommen ist, gespürt. Ja, also ich habe überall blaue Flecken, weil wir auch derbe Kampfszenen mit drin haben in dem Stück. Also es geht also richtig zur Sache. Und zu dem Schwitzen, da ist während der Proben auch eine lustige Sache passiert. Ich hoffe, dass Olaf mir das verzeiht, dass ich das mal kurz erzähle. Und zwar war es so, dass wir alle sehr, sehr geschwitzt haben. Und in einer Szene muss mich Olaf würgen. Und er beugte sich so von oben auf mich runter. Und ich saß schon trocken. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, würdest du bitte nicht auf mich rauf tropfen? Wir haben... Das war bei der Probe, darf ich das nochmal betonen? Bei der Probe und seitdem hat er jedes Mal ein Handtuch dabei und da fühlen wir uns viel frischer. Und wie macht ihr das während der Aufführung? Da kannst du doch nicht mit dem Handtuch da... Also das Handtuch, das ist dann auch wirklich hinten in der Garderobe und da nützt es sehr viel, wenn man die ganze Zeit 3 Stunden lang auf der Bühne das steht. Das wollte ich sagen, ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gelingt es mir jetzt neben sie zu tropfen oder sonst irgendwas, aber... Also es ist auf jeden Fall, ist nicht passiert in der... Ich merke nichts mehr von... Also wenn die Aufführung ist, dann ist der Adrenalinspiegel so hoch, dass man das nicht mehr spielt. Der jetzt bei uns nicht ist, der hat ja gesagt, also er hat ja früher sehr viel Musical gespielt und sehr viel Tanznummern dabei gemacht, das gehöre ja einfach dazu. Also wenn man gemeinsam auf der Bühne steht und vor allem beispielsweise beim Tanzen, dann schluckt man eben den Schweiß der Kollegen. Das ist einfach gut, so. In dem Fall bist du ja nicht derjenige, der muss, von daher kannst du das locker erzählen. Ich weiß nicht, wir schwitzen eigentlich alle vier sehr viel. Ja, sehr viel und sehr gut, würde ich sagen, bei den Temperaturen. Ich meine, jetzt geht es mittlerweile. Wir haben oben 2 Ventilatoren. Ja, wollte ich sagen. Also ein Stück weit hat es ja auch zu meiner Aufgabe gehört, das Klima so weit runterzudrücken oder die Luft so weit zu halten. Ja. Also normalerweise ist es so, dass wir, um die Tür zu machen und die Fenster zu machen, und wir haben diesmal alles aufgelassen, haben die Vorhänge nur so weit zugezogen, dass man halt die Helligkeit nur so weit zum Anfang und dann eben 2 Ventilatoren reingestellt und versucht eben auch unsere Gäste eben so weit zu beobachten, ob sie eben noch munter und frisch sind halt. Und wir sind gut über die Runde gekommen letztendlich am Donnerstag und Freitag hat es natürlich noch Moment aufgesetzt, da waren wir nicht ganz so viele gewesen. Aber ja, das ist letztendlich auch meine Aufgabe zu gucken, ja klar, Luftzirkulation, dass alles da ist, letztendlich wo es hingehört. Und dann zweite Hälfte, wo es dunkel gewesen ist, haben wir dann auch komplett alles aufgemacht und einfach versucht, nur irgendwie die Luft in Bewegung zu halten, dass nicht ganz so schlimm ist. Aber auf der Bühne durch die Scheinwerfer muss das doch noch ein Stück weit ja, gewesen sein. Ja, ja.
ist, muss man auch ganz klar nochmal sagen, wir wollen ja schließlich Zuschauer anziehen und nicht vertreiben. Also im Zuschauerraum ist das Klima angemessen. Also man kommt da nicht ins Schwitzen, es sei denn vom Thema des Stückes. Also ich hatte es mir schon gedacht, ich wollte jetzt natürlich auch hören, wie eure Befindlichkeiten diesbezüglich waren. Darum ging es mir jetzt auch, weil das habe ich mir schon gedacht, dass die Zuschauer nicht da im 30 Grad heißen Raum sitzen müssen. Das war also, das war schon klar. Also auch dadurch, dass sie Getränke haben, können die Getränke, dass wir es auch regelmäßig reichen und wir auch Leute beobachten halt. Ja, stehen halt dafür da und dann bekommen wir es schon. Geht schon. Ja, Immer gut hin, ne? Ja. Also es gibt halt kalte Getränke und Eis und für die Gäste wird gut gesorgt. Also wir gehen gleich nochmal die Termine durch, die noch gespielt werden. Also Sie oder ihr habt es gehört, man kann selbst bei den Temperaturen hingehen. Wie ist denn das bei euch einfach so von der Neigung? Spielt ihr lieber im Sommer, wenn es so heiß ist, oder ist euch das im Winter lieber? Was oder ist euch das eigentlich völlig egal? Denn eigentlich sind ja so an den großen Theatern ist ja immer Spielpause im Sommer, ne? Da läuft ja eigentlich überhaupt nichts. Das ist genau die Chance, die wir auch gesehen haben, zu sagen können, okay, alle machen Sommerpause. Ja. Wir hatten von vornherein halt einen Sommerspielplan gehabt für uns, einen angeboten gehabt, wollten zwar erst eine andere Location nehmen, haben aber gesagt, nein, wir bleiben in der Kurschule. Und dann kam Olaf halt mit der Idee, wir machen halt was ganz Besonderes draus. Und da ging es darum, letztendlich die Werbelinie aufrechtzuerhalten und die Demonstrationen zurückzuholen. Es kommt ja auch, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, was das Stück selber bietet. Und dieses Stück, das hat eigentlich ideal in dieses Zimmertheater gepasst. Erstaunlicherweise waren alle Requisiten, die wir verwenden, schon da, schon vor Ort. Und das hat auch ein bisschen, weil es ja so ein Aufeinanderhocken ist, so eine klaustrophobische Atmosphäre hat, ist es, glaube ich, auch sehr günstig, dass man es in einer kleinen Bühne spielt. Also das sind, wenn wir vier zur gleichen Zeit auf der Bühne sind, ist diese Bühne schon wirklich eng besetzt und der Zuschauerraum ähnlich. Also mit 35 Plätzen sind das nicht so viele Leute, wie man da, aber die sind dann natürlich auch ganz nah dran. Und dadurch, dass sie so nah dran sind, ist das Ganze auch ein ganz intensives Erlebnis. Ich glaube auch, dass man trotz der Hitze nicht das Gefühl hat, dass das jetzt eine so besondere Herausforderung oder so eine besondere Schikane ist, sondern dass, da geht man eben durch diese Erfahrung durch. Und sagen wir mal so, zu dem Wetter jetzt würde vielleicht ein lockeres Open-Air-Musical besser passen. Ich bin aber ziemlich sicher, ich würde es sicherlich auch sehr gerne spielen, aber ich bin ziemlich sicher, wenn wir ein lockeres Open-Air-Musical zu diesen Tagen angesetzt hätten, dann hätte es garantiert zwei Wochen lang Windschäden geregnet. Man weiß es nie genau. Ich hatte ja dafür, ich hatte so eine 50-50 Wette abgegeben, dass im August längst alles schon wieder kühl und kalt ist und verregnet und die Leute froh sind, dass sie zu uns ins Zimmertheater kommen können, wo wir ein festes Dach drüber haben. Die Wette ist nicht ganz aufgegangen, aber es hätte genauso gut so rum sein können. Also wenn man im Juni Sommertheater Open Air ansetzt, kann man verregnet sein. Wenn man im August Sommertheater ansetzt, kann man verregnet sein. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, das Haus steht noch. Aber das ist jetzt nicht, dass ihr sagt, ich spiele lieber im Sommer, ich spiele lieber im Winter. Also ihr nehmt es, wie es kommt. Ne? Das ist, weil es gibt ja Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben da besondere Vorlieben. Das ist bei euch. Also ich weiß, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Vorlieben habe ich da nicht. Nein. Es ist natürlich schön, wenn man draußen spielen kann, wenn es so wirklich erdrückend warm ist. Es ist ja egal, sobald man eben in ein Stück kommt, in ein Ensemble kommt, das eben passt. Wenn man jetzt irgendwo reinkommt, wo man sagt, man fühlt sich sowieso schon unwohl, dann ist es egal, welches Wetter gerade ist oder wie man gerade drauf ist, dann macht es einfach keinen Spaß. Also was mich ja wirklich überrascht hat, ist, dass die Leute trotz der 3 Stunden und trotz der Hitze die ganze Zeit wirklich an unseren Lippen hängen und wirklich kein Wort verpassen wollen von dem, was wir da sagen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Also weil es sehr viele, vielleicht auch Parallelen zum normalen Leben so gibt. So. Also das ist ja jetzt auch wirklich ein Stück, ich kenne das auch schon sehr lange, was nicht langweilig ist oder wo man, es gibt ja Theaterstücke, die zieht man sich so aus den Bildungsgründen rein, um sie dann mal gesehen zu haben. Also ich sage das jetzt mal so ganz ehrlich, ne? So macht man es halt. Aber das ist ja ein Stück, da langweilt man sich nicht. Ne? Das ist ja, das nimmt einen sozusagen mit. Also weil du das gerade so sagst, ist bei dem Stück, ich meine sicherlich auch, natürlich auch dadurch, wie ihr spielt, aber es ist bei dem Stück eben das Gute, ne? Also man langweilt damit keinen. Also ich habe es auch mal von der Theaterkollegin gehört, die am Premiere mit dabei war.
Sie kennt das von uns her, dass wir so normalerweise 45 Minuten haben, ne, pro Stück. Und die waren 90, dann hört man hier normalerweise auch bei 90 Minuten und hier war die Pause angesetzt. Und dann dachte ich dann so, guck ich sie bloß so an, so von hinten, dachte ich, okay, hält sie durch und sie bloß den starren Blick auf die Bühne und da vorne gewollt die ganze Zeit. Ich denke, okay, ist das hypnotisch oder was ist jetzt gerade passiert? Ne? So, sie stand auf, ich habe es auch nicht angesprochen, was zu tun gehabt, gehe nach dem ganzen Stück zu ihr, sag, wie sieht's aus und wie? War das toll. Da sag ich, ja und weiter? Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Naja, 11:30. Das habe ich nicht mitbekommen. Ne? Und sie fand das wirklich also von Anfang bis zum Ende, weil ihr so angebannt wollte wissen, wie es weitergeht. Wo mir, wo ich dachte, jetzt könnte es vielleicht durch Längen irgendwie langweilig werden, Monologe, gar nichts, keine Reaktion. Das wird einigen Zuschauern. Ihr spielt es immer originalgetreu, ne? Also ihr habt im Original, in der Originalfassung oder habt ihr euch da wir was haben uns zunächst gedichtet? Zugedichtet haben wir so gut wie nichts, doch ja, zwei, drei Sätze und einen Song. Aber tatsächlich haben wir enorm gekürzt, ohne das zu wollen ursprünglich. Also unsere Idee war eigentlich, das möglichst ungekürzt auf die Bühne zu kriegen, wobei in dieser Übersetzung von Pinkas Braun, mit der wir arbeiten, auch sehr viele Redundanzen, sehr viele Wiederholungen drin sind, wo wir dann also mal den ein und denselben Satz nicht dreimal, sondern nur zweimal oder vielleicht sogar nur einmal sagt. Und trotzdem haben wir in der Generalprobe, also bis zur Generalprobe, haben wir noch 10 Seiten mehr gespielt. Und es ist in der Generalprobe dann passiert, dass wir, sowas passiert manchmal in solchen Generalproben, unabsichtlicherweise einen Sprung von Seite 39 auf Seite 49 haben. Und deswegen... Darf nicht passieren, aber sowas passiert. Und deswegen sind wir in der Generalprobe mit dem ersten Teil nach 90 Minuten fertig geworden und haben uns dann alle angeguckt und gesagt, länger dürfte es eigentlich nicht werden. Ist in diesen 10 Minuten was Wesentliches passiert? Nicht allzu viel Wesentliches. Also es sind lauter schöne Texte, es sind 10 Seiten, nicht 10 Minuten, es sind wahrscheinlich 20 Minuten, die wir da gesprungen sind, die wir eigentlich auch gerne spielen würden. Die würden wir sie aber spielen, die Leute auf den Sesseln bis Mitternacht festnageln. Okay. Und dann haben wir in der Generalprobe, nach der Generalprobe entschieden, okay, wir bleiben bei diesem Sprung. Dieser Sprung war eigentlich eine völlige Unabsichtlichkeit, aber hat uns die entscheidenden 20 Minuten gerettet, dass die Leute nicht den letzten Bus verpassen. Weil wenn wir um 23.30 Uhr aufhören, der letzte Bus um die Ecke fährt um 0.08 Uhr. Also dann müssten wir eigentlich schon fertig sein. Insofern hat uns das wirklich gerettet und das war ein Bauchgefühl. Und das ist meistens richtig. Wenn man zufälligerweise so einen Fehler macht und Texte weglässt, weil der Bauch einem das eingibt, dann hat der Bauch immer recht. Sollte man drauf hören. Ne? Gut, wir machen eine kleine Musik und sprechen dann auch weiter. Klaus, machst du Musik? So, also ich finde so schlimm, schleichen wir uns jetzt. Ja, hallo Leute, wir sind noch beim bedingungslosen Nachmittag in der Romerstraße 39 in Prenzlauer Berg. Wir haben heute Theater beim bedingungslosen Nachmittag und zwar geht es um das Stück Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Da haben wir das Ensemble hier. Jetzt haben wir über das Stück gesprochen und über die Schauspielerinnen und Schauspieler und über den Produktionsleiter. Jetzt interessiert mich natürlich, wovon leben diese Leute? Gerade in so einem kleinen Theater, also ich habe selber auch schon im Theater gearbeitet, ich weiß, was da ungefähr verdient wird. Darf ich das mal in die Runde fragen? Oder also ihr antwortet, wie ihr möchtet, was ihr preisgeben wollt, das gebt doch mal preis. Wovon lebt ihr? Ja, ich fange mal an. Es war in der Pause abgesprochen, ein Brotjob. Ein Brotjob, der genügt meistens ja nicht aus. Also ich habe einmal das Ensemble, wo ich reingerutscht bin jetzt, dann arbeite ich pädagogisch mit Kindern im Kindertheater, im Theater Jaro. Naja, ist das eine richtige Stelle? Nein, es ist dort eben auch kleines Geld und man hält sich so über Wasser. Mhm. Aber ich habe eben das ganz große Glück, meine Eltern hinter mir zu haben. Ah, ansonsten würde ich das, glaube ich, auch nicht überstehen. Ich arbeite trotzdem mehrere Brotjobs ab, aber leider reicht das heutzutage nicht. Mhm. Bei euch anderen aus, wer möchte. Ja, also bei mir ist es so, dass ich nachdem meine älteste Tochter geboren wurde
oder ich sie geboren hatte, ich angefangen habe, Sozialpädagogik zu studieren. Und ich habe dann 7 Jahre studiert, also ich habe erst einen Bachelor gemacht und dann einen Master. Und während des Masterstudiums habe ich dann auch schon angefangen, als Sozialpädagogin zu arbeiten. Und glücklicherweise hat mich das Theater aber nicht ganz losgelassen. Also ich habe immer wieder die Chance gekriegt, an Theaterprojekten sowohl teilzunehmen als auch diese anzuleiten. Mein großer Traum ist es, wirklich davon leben zu können, nur Theaterprojekte machen zu können. Allerdings ist, muss man auch sagen, Sozialpädagogik ein gutes Standbein, worauf man immer gut zurückfallen kann. Vor allem kann man da nicht so schnell arbeitslos werden. Naja, da ist es auch so, dass die meistens über Jahresverträge laufen, die Stellen. Und das heißt, man begibt sich danach immer wieder auf eine neue Suche. Und ich habe dabei immer die Schwierigkeit, dass ich halt meine Kinder mit koordinieren muss. Mhm. Und das heißt, ich brauche immer Stellen, die möglichst vormittags stattfinden, sodass ich nachmittags bei meinen Kids sein kann. Und, aber du schaffst dir trotzdem noch den Raum und die Zeit, Theater spielst. Ja, ich muss. Das ist genau so, muss es sein. Also ich habe immer so eine ganze Zeit lang gedacht, ich lasse es mal sein oder so, weil ich einfach die Sehnsucht dann zu groß war nach diesem Job, den wirklich voll und ganz ausüben zu können, also wirklich Tag und Nacht nur zu spielen und nicht irgendwas anderes halt machen zu müssen. Aber dann habe ich auch gemerkt, ich kann nicht ohne, es geht nicht ohne. Und deswegen erst über die Anleitung. Und dieses Jahr hat es ja wirklich erst wieder angefangen, dass ich selber gespielt habe und ich bin sehr glücklich darüber. Super. Wie ist das bei dir? Ja, also ich bin Veranstaltungskaufmann und Veranstaltungstechniker und habe Aufträge sicherlich, die abarbeiten kann, aber für mich ist das Zimmertheater Passion und weniger Profession. Ich mache es, weil ich es kann, weil es mir Spaß macht. Es ist als Amateurtheater konzipiert erstmal und soll, so die Götter uns gut gewogen sind und solche Stücke auf die Bühne kommen, dann natürlich auch irgendwann mal überführt werden in den professionellen Status, halt, dass man auch die Schauspieler dementsprechend bezahlen kann. Also muss man gucken letztendlich, wie man es macht letztendlich, weil bei 35 Plätzen kann man sich ausrechnen, da kommt natürlich durch die Tickets nicht so viel rein, also kann man über die technische Reichweite gehen. Halt, ne? Aber da sind wir dran, dann überlegen, wie wir es am besten machen letztendlich und wo was abfällt. Aber ich finanziere mich natürlich über das Zimmertheater, kann ich auch nicht, weil es eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Aber die Idee dahinter ist schon letztendlich irgendwann auch damit vielleicht mal zwei historische Standbeine loszuführen. Bekommt ihr denn Zuschüsse? Weil es gibt ja alle möglichen Gelder für kulturelle Einrichtungen in Berlin. Habt ihr da irgendwas an der Angel? Das ist jetzt ein sehr weitläufiges Thema für mich, weil im Grunde ist ja auch ein Zuschuss das, was man nicht bezahlen muss. Und wir haben jetzt dort, ist ja öffentlicher Raum, ist ja vom Bezirksamt die Immobilie und wir zahlen dann, glaube ich, 6 Euro pro Quadratmeter. Und wenn es jetzt war inklusive allem letztendlich Energie und was auch immer dazugehört. Und wenn jetzt es eine normale Gewerbemiete wäre, wäre ich da innerhalb kürzer Zeit raus. Das können wir gar nicht leisten. Und das, was ich nicht zahlen muss, ist ja auch schon für eine Förderung von der Sache. Ne? Aber persönlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ich sage, okay, wenn es jetzt zum Beispiel dieses Grundeinkommen geben würde, ich sage, da kommen wir gleich zu. Okay, ja. Nicht vorausnehmen. Also, schade eigentlich, weil ich wollte, dass wir jetzt oder, auch. Entschuldige, ich wollte noch mal genau wissen, ihr finanziert die Miete also über die Einnahmen, über die Eintrittsgelder oder wie habe ich das richtig verstanden? Größtenteils. Also entweder durch den Getränkeverkauf oder durch die Einnahmen, auf der Getränke. Wenn ich das jetzt noch, ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, erwähnt, wovon ich zurzeit lebe. Nämlich, ich hatte es ja nochmal, ich hatte es auch schon übers auf dem Mikro, also ganz zu Anfang. Also. Aber, kann es nochmal wiederholen. Ich bin jetzt Mitarbeiter eines Abgeordneten im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und tatsächlich, dieser Arbeitgeber gibt mir so viel Freiheiten, dass ich so eine, ist gut, das war jetzt mein Sommerurlaub. Und das war der schönste Sommerurlaub, den ich mir gut wünschen konnte. Also da sind 2 Wochen Capri ein Dreck dagegen. Tatsächlich Sommerurlaub. Genau, also geschwitzt habe ich hier auch. Das ist aber jetzt der schönste. Und Handtuch hatte ich auch dabei. Die schönste Werbung, die man für dieses Stück machen kann. Ja, ja, aber Sommerurlaub im Zimmertheater. Was ich damit, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich ja zuvor bekanntermaßen einmal einfacher ALG-2-Beziehender war. Dann Aufstocker, lange Zeit, das kennen ja die Hörer auch noch aus der Geschichte von Madame Tussauds im Callcenter. Der vierte im Bunde, Olli Koch, der arbeitet heute noch für das Berlin Dungeon, dieses Gruselkabinett da so an der Spandauer Straße. Und das sind alles so die Lebensniveaus, wo man dann so hart am
Wind segelt und ein bisschen herumkrebelt. Und tatsächlich habe ich aber jetzt mit dem Arbeitgeber, den ich jetzt im Abgeordnetenhaus habe, festgestellt, der lässt mir viel mehr Freiheiten als zu Zeiten, als ich ADG-2-Bezieher war, die Sachbearbeiterin mir gelassen hat. Das heißt also, ich habe mit meinem Arbeitgeber jetzt keine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen. Ich musste mich jetzt nicht rechtfertigen dafür, dass ich Kunst mache, obwohl ich davon kein Geld kriege. Weil das ist jetzt das Hauptargument, also sie dürfen das nicht machen, wenn man so beim Jobcenter ist, weil das gibt ihnen kein Geld. Ja, aber die Kunst macht man nicht in erster Linie deswegen. Mein Arbeitgeber versteht das, er gibt mir dann im Zweifelsfall frei, er gibt mir die Zeiten, wo ich dann sowas machen kann, wie diese Inszenierung. Und es ist tatsächlich, ich bin da jetzt seit über einem Jahr, es ist in diesem einen Jahr viel mehr künstlerisch passiert, als zu den Zeiten, als ich beim Jobcenter war. Was eigentlich vollkommen dreimal unterstreicht, dass so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen die Kreativität der Menschen freisetzt. Sagen ja auch mal ganz viele Erwerbslose, die sagen, also die vom Jobcenter werden sie Vollzeit beschäftigt, ne? und die Auflagen. Vor allem aufgehalten bei allen Tätigkeiten, die wirklich wichtig sein können, inklusive ehrenamtlichen Engagements. Also die Menschen haben so viel in sich, was sie sinnvollerweise tun wollen würden, was aber erst dann geht, wenn sie vom Jobcenter weg sind. Das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren und das möchte ich jetzt nochmal wirklich mehreren Leuten erzählen. Man blüht dermaßen auch kreativ auf, dass man das gar nicht wirklich in wahre Münze umsetzen kann. Das ist also, glaube ich, auch, ich bin ja immer ziemlich frustriert, wenn ich auf die Szene, die Theaterlandschaft, die Off-Theaterlandschaft insbesondere in Berlin heute gucke, weil ich weiß, ich bin da schon 20 Jahre dabei, ich weiß, wie groß sie einmal war. Ich weiß, wie kreativ diese Stadt war. Und man sagt immer noch, dass Berlin vor Kreativität birst. Aber das war zu anderen Zeiten noch ganz anders. Naja, da kann ich drüber erzählen, weil ich habe im Freien Schauspiel Berlin gearbeitet. Das war ein Off-Theater in der Flügerstraße, das war die ehemalige Bäckerei, da konnte auch der Keller bespielt werden. Und ich habe auch schon in einer Kölner Oper gearbeitet, das ist ja sozusagen das Vorzeige-Off-Theater in Berlin. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dahin kamen, die hatten auch alle entweder noch einen anderen Job oder haben sich irgendwie durch Lebenspartner finanziert oder durch, also was auch immer. Aber ich habe nie erlebt in den beiden Theatern, dass sich da irgendjemand gesagt hat, ja, ich lebe davon. Also das ist eigentlich, glaube ich, in dem Bereich völlig ausgeschlossen, zumal ich auch höre, dass Fernsehschauspielerinnen und Schauspieler ja auch zwischendurch Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beantragen müssen. Das wissen die Leute ja immer gar nicht, die abends vom Fernseher und da ihre Vorabendserie gucken, die denken immer, auch die sind gut im Geschäft. Die sehe ich ja in jeder Serie spielen die mit, dann sind die ja gut im Geschäft. Aber zwischenzeitlich müssen die auch irgendwie sehen, wo sie ihr Geld herkriegen. Ein prominenter Fall war Bernd Michael Lade. Der war Tatortkommissar und der war auch ALG-2-Bezieher, genau zwischen den Tatorten und ist es jetzt dann wieder. Also es gibt ganz, ganz viele, ganz prominente Gesichter, die ebenso das Jobcenter kennt. Und man muss sich das aber mal ausmalen, dass jeder Sachbearbeiter ja angehalten ist zu sagen, sie verdienen damit jetzt gerade nichts, dann sollten sie sofort den Schauspielberuf sein lassen. Stellt man sich das vor, dass man das solchen Leuten auch sagt, wahrscheinlich tun die das. Ja, das weiß man immer nicht. Also eigenartige. Ja, aber ist schon, das ist ja, weil damals wie diese Hartz-IV-Regelung hochkam, da hatten die Schauspielerinnen und Schauspieler dann Probleme, weil sie irgendwelche Kurse oder was aufgedrückt gekriegt haben in ihren Probezeiten. Also sie sollten dann irgendwie Bewerbungstraining machen, hatten aber eine Probe und das sollte dann vorgehen. Also fürchterliche Sachen. Wäre das denn für euch irgendwie eine Alternative zu sagen, ich will mich jetzt voll auf die Schauspielerei konzentrieren, weil du ja auch sagtest, ich brauche das, um mich wohl zu fühlen und dann beiße ich in sauren Apfel und ärgere mich in der restlichen Zeit im Jobcenter rum, oder wäre das für dich keine Alternative? Also was ich ein ganz großes Problem finde bei dem Beruf ist, dass der so dermaßen unterschätzt wird. Also, dass es einfach eine Arbeit ist, die auch sehr anstrengend ist. Natürlich ist sie auch sehr lustvoll und macht viel Spaß und es ist einfach toll, auf der Bühne zu stehen und dieses Adrenalin zu haben und den Applaus auch zu haben, der ja auch ein großer Lohn für die Mühe ist, die man sich da macht. Aber es ist trotzdem, also man kann sagen, dass wir diese letzten 3 Wochen wirklich nur gearbeitet haben. Also wir haben wirklich nur uns in dieses Stück reingehauen und ich glaube, dass es am Theater tendenziell noch schlimmer zugeht, ja, weil man dann nämlich morgens probt, dann mittags vielleicht eine kleine Pause hat und abends dann auf der Bühne steht. Und das ist wirklich ein Knochenjob. Und ich finde, da wird ja sehr oft zu wenig
dargestellt, also so dargestellt, dass es eben eine richtige Arbeit ist und nicht nur ein Spaßberuf. Und das ist ja ganz oft so in diesen künstlerischen Berufen. Und ganz viele Menschen können das dann oftmals nicht machen, aus dem Grund, weil es eben nicht entsprechend honoriert wird. Mhm, genau. Also ganz viele Projekte zum Beispiel finden einfach nicht statt, weil die Gelder dafür nicht ausgegeben werden. Ja. Mhm. Und also wir haben zum Beispiel jetzt in Karlshorst auch ein Theaterprojekt mit Behinderten und nicht behinderten Menschen, also ein Inklusionstheaterprojekt, was wir eigentlich gerne möchten, dass es weiterläuft, aber wo wir wieder vor leeren Kassen stehen und überlegen, wie kann es jetzt weitergehen. Ja. Also da sagt ihr sozusagen Toleranz auf die Gnade der Fördergelder angewiesen sozusagen, ne? Als ihr das jetzt machen könnt und nicht empfehlen. Ich finde auch die Toleranz gegenüber dem Job Schauspieler wird immer weniger, habe ich zumindest den Eindruck. Also als ich dann wieder für mich sprechen, als ich angefangen habe oder anfangen wollte, das zu studieren, wurde gesagt, wie Schauspieler, das ist doch kein Beruf. So. Aber nebenher machen, ne? Nach Feierabend. So nach dem Motto lief das und ich habe dann gesagt, doch, das ist ein Beruf und das werde ich und das ziehe ich auch durch. Wäre schön, wenn man sich eines Tages mal davon grundernähren könnte. Es wäre toll, wenn das mehr gefördert wäre, wenn es toleriert würde, was leider nicht der Fall ist, großteils, wie ich finde. Die Leute sehen natürlich diese Probezeiten nicht. Das ist ja nach außen hin. Die sehen die Schauspielerinnen und Schauspieler im Fernsehen oder auf der Bühne und denken, ja, okay, dann treten sie mal auf. Aber dass ihr da wochenlang vorher Text auswendig gelernt habt, geprobt habt, und das sehen die natürlich nicht. Und so ist das mit den Menschen. Ne? Das bringt, glaube ich, ein witziger kleiner Satz aus dem Film Die Schweizermacher mit Emil Steinberger. Der ist jetzt schon 30 Jahre alt. Es geht darum, wie Leute, die in der Schweiz Schweizer Staatsbürger werden sollen, getestet werden. Von den Beamten, die sich die wirklich ansehen, was die so tun. Und da ist unter anderem eine Kroatin, die ist Tänzerin am Ballett. Und da wird sie dann in die Behörde gestellt und dann wird dann diese hochnotpeinliche Befragung, die wir alle vom Jobcenter heutzutage kennen, durchgeführt, wo dann die Frage gestellt wird. Und ich lese hier, Sie sind Tänzerin. Aha, und was machen Sie tagsüber? Also das ist aber das Typische, nicht nur in der Schauspielerei, sondern bei allen künstlerischen Berufen, die werden einfach nicht ernst genommen. Die Leute sind froh, wenn sie die Produkte oder die Endergebnisse haben. Es ist ja auch, wenn man sich überlegt, in den letzten Jahrhunderten, wo es noch nicht mal irgendwelche Sicherungen gab, da haben irgendwelche Dichter oder Schauspieler, so, die haben teilweise auf der Straße gesessen. Die Leute sind froh über die Endprodukte, aber... Was man relativ wenig weiß, oder vielmehr also von Kurt Tucholsky weiß man es nicht so häufig, aber der war auch Angestellter eines Reichstagsabgeordneten zwischenzeitlich mal als Brotberuf. Und was die meisten Leute vergessen, ohne seine Geheimratstätigkeit wäre Goethe auch nicht Goethe geblieben. Ja. Der brauchte ja auch diese... und das Erstaunliche ist, es gab aber irgendwie zu allen Zeiten doch auch Nischen, mehr als heute, würde ich mal sagen. Insbesondere in der deutschen Kleinstaaterei, wo sich alle möglichen kleinen Fürstentümer gesagt haben, aber wir renommieren damit, dass wir uns Künstler halten. Das ist vorbei. Sich Künstler zu halten, verleiht heutzutage keinerlei Renommee. Nee, aber wir haben auch die staatliche Förderung. Aber ich sage immer, wenn man schreit, das ist doch kein richtiger Beruf, die sollen gefälligst richtig arbeiten gehen, dann sage ich immer, wenn das so wäre, dann hätten wir heute 1000 Kunstwerke, 1000 Bücher, Bilder, ich weiß nicht was, alles würde nicht existieren, ne? Weil das nicht auf die Welt gebracht worden wäre. Wir kommen als Überleitung jetzt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Habt ihr davon schon mal was gehört, Leute? Frage ich mal so in die Runde. Also Olaf kennt es ja, den frage ich jetzt nicht. Nur durch Olaf, weiter sonst nicht. Was weißt du da oder was hast du da für eine Vorstellung vom bedingungslosen Grundeinkommen? Sag mal so für dich, hast du da schon mal für dich drüber nachgedacht, ob du dann besser leben würdest oder ist das für dich überhaupt keine Option? Wie der Name schon sagt halt, also wenn ich jetzt ein Grundeinkommen bekommen würde, das bedingungslos ist, das an keine Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel das AG2, wäre ich jetzt als Produktionsleiter auf der sicheren Seite, weil dann müsste ich mir jetzt, wenn ich jetzt Schauspieler engagieren würde oder casten würde und Olaf zusammen was machen würde, sagen kann, hat derjenige, hat er nicht. Und wenn er das Grundeinkommen hat, brauchen wir uns zumindest, ist dann mal die Existenz erstmal gesichert halt. Und was alles jetzt oben drauf kommt, umso schöner, umso besser, dann muss ich mich wirklich nur noch um die Miete im Zimmertheater kümmern und nicht darüber, dass ich meine Leute dann ernähren können oder dass die ein Auskommen und Einkommen haben. Fahrtkosten abgesichert sind und der Kühlschrank voll ist und so fort.
wäre ein idealer Rettungsschirm für mich. Also, siehst du also positiv? Ja, absolut. Mit den anderen beiden, wie seht ihr das nochmal? Wir kommen nochmal nachher im nächsten Redeblock detaillierter drauf. Ich will nur schon mal so eine Einleitung, wie ihr das so für euch verbucht. Ja, ich sag mal so, schön wäre es, wenn man es hätte. Ne? Ja, ich denke auch drüber nach. Also es wäre natürlich toll, wenn man ein Grundeinkommen hätte oder überhaupt mal irgendwie ein Einkommen, was stetig da wäre. Genau. Und ist leider im künstlerischen Bereich ja nicht gegeben. Ich meine, wenn wir jetzt alle super irgendwo am Theater fest angestellt wären und ein 100-jährigen Plan hätten und dort 100 Jahre arbeiten könnten, wenn wir wollten, dann wäre es was anderes. Aber so wie es ist, ist es halt nicht, leider. Man würde es sich wünschen, aber dann wäre es auch alles anders und man müsste sich, glaube ich, auch nicht mehr so anstrengen, wie man es heute macht. Also wäre für dich auch positiv? Was heißt positiv? Ich glaube, so positiv wäre es nicht. Weil man sich dann nicht mehr so anstrengen würde und sich nicht mehr auf Pendeleien einlassen würde und nicht mehr wechseln würde und nicht mehr neue, tolle Leute kennenlernen würde. Und das fände ich schade. Ich glaube, wenn man ursprünglich gleich aufs Leben lang irgendwo eingestellt ist, geht dieser Beruf auch irgendwo verloren, weil als Schauspieler ist man automatisch, wie ich finde, Nomade. Was ist gut? Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde, dieses Grundeinkommen könnte einem die Chance geben, sich da selbst zu verwirklichen ein bisschen. Ich habe momentan so die Situation, dass ich eigentlich zwei Jobs ausübe. Das heißt, dass ich einmal als Theaterpädagogin und Schauspielerin tätig bin und auf der anderen Seite meinen Hauptberuf halt als Sozialpädagogin ausfülle oder versuche auszufüllen und ich gerate da regelmäßig an meine Grenzen. Ja. Einfach weil man irgendwann dann keine Kraft mehr hat. Also ich habe, kann man sagen, eine 48-Stunden-Woche. Ich mache drei Theaterprojekte nebenbei und würde halt gerne meine Kraft da voll investieren, weil ich auch merke, wie sehr das den Teilnehmern auch nützt, ja? Wie viel es denen bringt. Und wenn man dann immer vor dieser Frage steht, kann man sich das leisten oder nicht, kann man das machen, einfach um auch selbst halt, also man muss ja sich selbst auch irgendwie absichern, man muss ja auch seine Miete zahlen und irgendwo von leben und so. Und ja, man könnte sich viel mehr da reingeben, also auch in diese Projekte, weil man dann auch die Zeit halt dafür hätte, um sie voll da rein zu investieren. Also für dich wäre es dann doch eher positiv. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn man ehrlich ist, ich mache diesen Job halt, weil ich das Geld brauche. Ja, genau. Ich würde aber lieber mich da so reingeben. Also du würdest sagen, wenn du jetzt ein Grundeinkommen auskömmlich hättest, würdest du den sozialpädagogischen Job an Nagel hängen, ist das? Ich will dich jetzt nicht in die Ecke drängen, aber es ist einfach mal so, was jetzt gerade so an, ne? Vielleicht anders ausüben, ja. Entspannter. Also weniger Stunden dann auch. Also ich, ja genau, weniger Stunden vor allem auch. Also weil ich halt auch finde, also natürlich ist es auch wichtig, halt diese Arbeit zu machen, ja. Und aber also vom effektiven Nutzen, sage ich mal, habe ich das Gefühl, dass ich diese Theaterprojekte besser machen kann und dass es auch mehr Leute erreicht. Also Theaterarbeit ist ja auch immer etwas, was mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun hat, was mit Kommunikation, was mit den Problemen zu tun hat. Und ich merke, dass jetzt gerade in diesem kleinen Ensemble, das ich zimmertan ist, noch ein bisschen größer als jetzt die Situation war. Und was da an mich herangetragen wird und als Chef, das geht richtig an Substanz. Und da geht Kreativität natürlich verloren, Energie verloren, ich auch noch wieder. Und dann immer eine Entscheidung zu treffen zwischen dem, wo nehme ich die Zeit her, mir diese Energie wieder anzunehmen, diese Aussetzung haben und eine Entscheidung zu treffen, ich muss Geld verdienen. Damit nehme ich jetzt einen Job an oder kann ich nur ein Zimmertheater? Ich möchte natürlich auch, dass die Produktion erfolgreich verlaufen, aber im Hintergrund ist immer auch der Geldgedanke. Ne? So, nehme ich jetzt diesen Job an, fahre ich jetzt dahin, mache ich dieses, jenes oder kümmere ich mich um die Werbung? Da weiß ich genau, da kommt Claudia oder kommt Olaf an, steht die Werbung schon, ist schon online, hast die Zeit dafür gehabt, natürlich nicht, weil der Job zu erledigen hat. Ne? Und zwischen den Dingen, wo man dann die Ruhe hätte und sagen kann, okay, das sind jeden Monat pünktlich so und so viel Euro auf deinem Konto, du musst dir darüber keine Gedanken machen. Halleluja, sag ich mir das.
also auch positiv. Ja, ich meine, das ist ja auch immer dieses Totschlagargument, wenn die Leute ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dass sie sich dann nicht mehr so bemühen würden und nicht mehr arbeiten würden. Und also ich würde dem absolut widersprechen, weil das hängt wirklich von der, also es gibt so Menschen, die eben einfach nichts machen, weil sie keinen anderen Antrieb haben, keine Motivation dafür haben, was zu leisten. Aber es gibt dann auch Leute, die gerne arbeiten würden, auf jeden Fall arbeiten wollen, ja, und sich da eben gerne reingeben würden und denen das eben einfach versagt bleibt, genau aus dem Grund. Gut. Wir kommen da vertiefend nochmal im übernächsten Redeblock drauf. Jetzt wollen wir erstmal zur Satire kommen. Seit Rolf Gänzli nicht mehr da ist, übernimmt Olaf Michael Ostertag die monatliche Satire, aber davor machen wir eine Musik. Durch das bedeckte Fenster sehe ich den grünen Schweiß, den das Urteil der Dose stehen und weiß. Sengend heiße Sonne, eine freie Fläche. Hunderte Geflüchtete harren aus und warten darauf, dass die lokalen Autoritäten sie wahrnehmen. Es gibt kaum Schatten und nur einen Wasserhahn. Die Menschen übernachten im Freien, haben keinen Schutz gegen die Sonne und werden immer mehr. Freiwillige Helfer bringen Wasser, Nahrungsmittel, Windeln und Medikamente. Der Katastrophenschutz des Malteser Hilfsdienstes ist vor Ort im Einsatz. Szenen aus einem Drittweltland? Könnte man so sagen, das Ganze spielt sich in Berlin ab. Vor der Erstaufnahmestelle des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO, in Moabit. Am Donnerstag hat der Berliner Senat endlich reagiert und mal eben die Polizei vorbeigeschickt. Die hat Kinder und Jugendliche mit Pfefferspray eingenebelt und für ein paar Dutzend Verletzte gesorgt. Danach ist sie wieder abgezogen. Berlin ist also ein failed state, ein gescheiterter Staat. Wir leben tatsächlich in einer Stadt der dritten Welt. Der Staat existiert quasi nicht mehr. Das LAGESO hält sich weiterhin an die Öffnungszeiten. Will sagen, hat seit Freitagnachmittag geschlossen, obwohl die Hilfsorganisationen längst von einer humanitären Katastrophe sprechen. Der zuständige Senator Chaya weigert sich, mehr Personal für das LAGESO abzustellen, weil ja nur eine nicht vorhandene Verwaltung eine effiziente Verwaltung ist, in seinen Augen. Und der regierende Bürgermeister Müller, der das Ganze jetzt zur Chefsache gemacht haben will, der ruft nicht den Notstand aus, obwohl das die einzige Maßnahme wäre, die ihm die Kompetenzen verliehe, den Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen. Er will wohl nicht in die Geschichte eingehen als der Regierende, unter dessen Ägide Berlin im Chaos versank. Und gerade deshalb wird es so kommen. Till Schweiger will jetzt in privater Initiative ein Vorzeigeflüchtlingsheim errichten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, ist dagegen. Das BAMF vermeldet, durch Schweigers Initiative entstehe der Eindruck, dass Privatmenschen besser für die Flüchtlinge sorgen könnten als der Staat. Und dieser Eindruck sei falsch. Nein, wie wir in Berlin jetzt täglich beweisen, dieser Eindruck ist richtig. Jede Menge Berlinerinnen und Berliner schleppen täglich zehntausende Liter Getränke, Unmengen an Lebensmitteln, Zahnbürsten, Handtücher und andere Dinge des täglichen Bedarfs in die Turmstraße nach Moabit, weil sie es wollen. Und die staatlichen Einrichtungen wollen eben nicht. Das ist der Unterschied. So einfach ist das. Der Staat versagt, weil der Staat versagen will. Weil an seiner Spitze Menschen stehen, die darauf aus sind, die öffentliche Ordnung zu zerstören mit kaputten Verwaltungen und aggressiven Sicherheitsdiensten. Wer braucht schon Sozialbeamte, wenn er stattdessen auch Polizisten losschicken kann? Darf ich mal daran erinnern, dass andernorts der Senat immer wieder behauptet, Berlins Infrastruktur sei auf eine Einwohnerzahl von 5 Millionen Menschen ausgelegt. Bei der Olympiabewerbung zum Beispiel. Und dass Berlin aktuell nur 3,5 Millionen Einwohner hat. Heißt also, angeblich müsste Berlin in der Lage sein, 1,5 Millionen Menschen zusätzlich aufzunehmen. Die öffentliche Verwaltung streicht aber schon bei 10.000 Flüchtlingen die Segel. Die örtlichen Hostels akzeptieren die vom LAGESO ausgereichten Hostelgutscheine nicht mehr, weil das LAGESO etliche Abrechnungen einfach nicht bezahlt hat. Das LAGESO liegt also auf der faulen Haut, arbeitet nicht, macht einen Haufen Schulden und lässt seine Rechnungen platzen. Stellen Sie sich mal vor, das LAGESO wäre ein Hartz-IV-Bezieher.
Da wäre dem Lageso jetzt aber durch den Sachbearbeiter mal Bescheid gestoßen worden. Da müsste es jede Menge sozial integrierende Maßnahmen durchlaufen und bekäme wahrscheinlich eine 200%-Sanktion aufgebrummt, so wie unser Gast aus der letzten Sendung, Ralf Bös. Wenn wir einzelnen Menschen uns so verhalten, dann trifft uns die volle Härte des Staates. Wenn der Staat sich selber so verhält, wer soll den dann sanktionieren? Wir. Wir sollten das tun und glücklicherweise tun es ja auch die Menschen, die Einwohnerinnen und Einwohner Berlins, die sich um die Menschen kümmern wollen, weil sie deren Not sehen, die eine humanitäre Katastrophe mitten in ihrer Stadt sehen und deshalb helfen. Die Berlinerinnen und Berliner verschließen zum Glück nicht die Augen, so wie der Senat. Ein Glück, dass Berlin seine Einwohnerinnen und Einwohner hat. Hätte es nur den Senat, wäre es rettungslos verloren. Ja, hallo Leute, ihr seid noch beim bedingungslosen Nachmittag aus der Raumerstraße 39 in Prenzlauer Berg. Wir haben hier ein Theaterensemble und zwar wird im Zimmertheater in der Kultschule gerade aufgeführt, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Da hatten wir in der ersten Stunde schon drüber gesprochen. Wir sind aber mittlerweile schon beim BGE, beim bedingungslosen Grundeinkommen, unser Lieblingsthema, ja auch unser Sendungsthema. Und Kunst ist ja naturgemäß brotlos, von daher wollen wir natürlich mal drüber sprechen, was würde besser laufen mit einem BGE, beziehungsweise was wir jetzt wirklich mal ganz explizit besprechen wollen, wird man oder ist man weniger kreativ als Künstlerin oder Künstler, wenn man ein BGE hat, also wenn man abgesichert ist. Das ist ja immer so ein gemeiner Spruch von Leuten, Künstler sind nur gut, wenn sie in Not sind. Das heißt also nach dem Motto, Künstler sind eigentlich gar nicht gut, die werden nur gut, wenn man die Not über sie ausschüttet. Was sagt ihr dazu? Fängst du einfach mal an? Also es gibt ja ganz berühmte Beispiele in der Geschichte von Menschen, die sehr gute Künstler waren oder herausragende Künstler, die aber früh gestorben sind, einfach aus Hungersnot. Ja. Also ich sage dann mal Mozart oder wenn man an Schiller denkt, ja, der ja auch Zeit seines Lebens unter großer Armut gelitten hat. Aber also das ist eigentlich eine Unverschämtheit, um es mal so zu sagen, weil wenn man künstlerisch arbeitet, man sowieso diesen Zwang hat, diesen Drang innerlich was erreichen zu wollen. Mhm. Und man will ja sein Publikum erreichen und man hat damit ein großes Ziel und dadurch braucht man diesen Zwang eigentlich gar nicht, dass man unbedingt jetzt Hunger haben muss oder sowas, um eben arbeiten zu können. Und eine ganz andere Sache ist, bei Kreativität spielt auch Zeit eine ganz wichtige Rolle. Zeit ist ein extremer Faktor, ein extremes Gut in der Moderne, ja, die uns ganz oft nicht zur Verfügung steht, die wir aber eigentlich unbedingt bräuchten, um kreativ arbeiten zu können. Also ein Beispiel ist dabei auch unser Stück, kann man dazu sagen, ja, wir haben jetzt so 3 Wochen geprobt und wir merken, dass die Aufführung von Mal zu Mal besser wird. Das heißt, dass wir eigentlich noch Zeit gebräucht hätten, um das Stück richtig einzuspielen. Ja, und da braucht man eben auch mehr Geld. Unterbrechen, habt ihr die 3 Wochen genommen, weil ihr nicht mehr Zeit hattet? Oder hattet ihr 3 Wochen von vornherein als ausreichend empfunden? Das ist genau der Punkt, das liegt wieder daran. Also ich arbeite an der Schule, Schulsozialarbeit. Und das heißt, ich habe jetzt Sommerferien und habe die Sommerferien sozusagen da angefangen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Für mich, wir hatten ja ursprünglich war einen Monat eingeplant. Die erste Woche war eben aus solchen Gründen, also unser Kollege, der Olli, war leider krank, verhindert. Du hattest Arbeit und wir haben dann gedacht, zu zweit anzufangen, bringt halt auch nichts und hatten uns dann eben in diesen 3 Wochen am ersten Tag getroffen, um zu gucken, wo ist Kürzungsmöglichkeit. Aber ja, das war, war dann auch so. Wir haben gesessen und da gab es, ja, die böse Katz, wie du sagst, wir haben gesessen und merken, es wurde noch später, weil es ist ein sehr langes Stück.
und wir haben durch den ersten Akt schon Stunden gesessen. Wenn wir alle das Grundeinkommen hätten, ich glaube, wir hätten dann einfach gesagt, scheiß drauf, diesen Tag nehme ich jetzt einfach mal pur für Proben und den auch und den auch. Und ich glaube, es würde einiges vereinfachen, aber man würde dadurch nicht schlechter werden. Man würde dann sagen, jetzt habe ich extrem den Drang zu arbeiten, weil ich kann es mir leisten, ich kann es machen. Und ich kann das Projekt machen, ich kann das Projekt machen. Ich habe die Zeit und vor allem das Geld dafür, so eine Projekte mal auf die Bühne zu stellen, innerhalb von einem Monat und nicht nur von 3 Wochen, weil man arbeiten muss, weil man Geld kriegen muss, weil man es anschaffen muss, damit man abgesichert ist, auch während der Probezeit. Und das ist man halt nicht, wenn man dann nichts macht, leider. Also ich habe in den letzten 2 Jahren einige Produktionen betreut, wo ich nochmal Schauspieler vor mir hatte oder Darsteller, die sich Schauspieler nennen wollten, die eine ganz unterschiedliche Einstellung zu ihrem Beruf hatten. Und das ist für mich so immer die eigentliche Aussage, wer steht wie zu seinem Beruf. Und ich hatte eine Produktion gehabt, die lief schon ein Dreivierteljahr, wo ich mir auch jetzt über Produktionskosten nicht unbedingt Gedanken machen musste, aber einfach nur von der Einstellung her. Und diese Produktion lief gegen die Wand, sie lief ins Leere, weil die Leute eben dann nicht mit Herzen dabei waren und nicht die entsprechende Einstellung dazu hatten. Und da lobe ich mir eben gerade auch diese Runden jetzt hier, innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes eine Produktion auf die Bühne zu stellen und unabhängig davon, dass wir wirklich finanziell, sag ich mal, auf ganz, ganz engen Füßen geschneit sind nur. Aber das ist immer so eine Frage für mich, welche Einstellung da ist. Und was Claudia schon gesagt hat, Kreativität braucht Zeit. Für mich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die Werbelinie aufbaue, das Plakat, was ich entworfen habe, da habe ich, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Anläufe gebraucht. Die hatte, glaube ich, 2 Tage Zeit zu fotografieren. Der erste Tag ging total in die Hose, weil es wirklich nur Probeaufnahmen auf der Bühne gewesen sind. Dann haben wir extra nochmal einen Tag vereinbart, wo wir nochmal selber ran mussten und, und. Und die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, das waren teilweise auch Nachtschichten, da habe ich die meiste Ruhe aber dafür und bezahlt mir kein Mensch normalerweise ein. Ne? Und das ist das, wo ich dann sage, und wenn man dann die Ruhe hat, um zu sagen, okay, gut, was ich vorhin schon meinte, ja, die Rechnung können bezahlt werden am Monatsende, da hat man eine gewisse Gelassenheit, aber den Druck möchte man dann trotzdem, baut man die selber auf, weil man den Erfolg haben möchte. Man möchte sagen, es gefällt den Leuten, letztendlich kommt an das Plakat und halt. Ne? Und das ist etwas, was die meisten Leute draußen gar nicht, also wenn sie es noch nicht selber am eigenen Leib erlebt haben, wenn sie es bloß sachlich verarbeiten halt, dann macht jemand Plakate, dann entwirft jemand Probetext und sonst irgendwas. Aber was dahinter steht tatsächlich, können die meisten, die das nicht, sagen wir so, tagtäglich erleben, nicht ermessen. Die Termine bleiben natürlich trotzdem. Man hat ja eben immer Termine, wo man sagt, da muss das stehen. Natürlich. Und dadurch hat man ja allein schon. Und ich denke, die meisten stellen sich das zu einfach vor, eben. Die sehen dann nur das Endprodukt und sagen, ach ja, dafür haben sie jetzt die paar Seiten, haben sie jetzt in einem Tag auswendig gelernt, das ist ja keine Arbeit. Das ist eben so schade, dass sie da nicht sehen, A, wird man als Schauspieler nicht gut bezahlt und B, sehen sie die Arbeit nicht. Und das ist so, wenn man besser bezahlt werden würde oder überhaupt ein Grundeinkommen hätte, dort, also in dem Beruf generell, dann wäre, glaube ich, vieles anders. Man müsste diese Nebensachen nicht mehr machen. Man hätte eben wirklich Zeit dafür und hätte eben nicht diesen kompletten Druck in der Zeit, sondern könnte eben wirklich dann eben dafür sorgen, dass zu Hause ein Babysitter ist, der aufpasst. Man könnte sagen, man muss nicht abends dann nach der Probe zum Kellnern gehen. Man muss nicht noch nebenbei pädagogisch arbeiten oder sonst was. Man macht es gern. Das ist ja nicht die Frage. Aber man hält sich dadurch eben über Wasser und kann seinem Hobby bzw. seinen eigentlichen Beruf erst folgen. Also so gesehen, wenn ich euch so höre, kann man eher sagen, es ist ein Wunder, dass sowas wie zum Beispiel euer Stück, dass das unter diesem extremen Druck aus mehreren Seiten überhaupt funktioniert. Absolut. Und nicht umgekehrt. Ja. Wir glauben das gerade alle selber nicht, dass es bis zur Premiere geschafft hat. Also es ist, ja, es ist ein Wunder, es ist eines der größten Wunder, dass es das heutzutage in dieser Konstellation überhaupt noch gibt, weil es gibt eigentlich ausschließlich Widerstände. Es gibt ausschließlich äußere Umstände, die dagegen sprechen, dass es sowas überhaupt noch gibt. Also ich gebe mal noch ein anderes Beispiel. Als es vor so 1, 2 Jahren um die Existenz der Kultschule ging, wurden wir in Frage gestellt als Stadtteilzentrum, ob wir so überleben dürfen. Und da wurden wir von unserem
zuständigen Funktionär da im Bezirksamt mal angehalten, diese ganzen Ehrenamtstunden, die wir leisten in der Grundschule, mal aufzuschreiben. Und wenn man die dann mit dem 8,50 Euro mal aufwerten würde, aufrechnen würde, was dann da rauskommen würde. Die Summe verrate ich euch nicht. Da werden wir jedes vom Grundeinkommen. Also da bräuchtet ihr überhaupt keinen Zweitstock mehr, ne? Wenn nein, absolut nicht. Also was dort investiert wird, und das war jetzt in der Runde genauso, jetzt in den 3 Wochen, was hier an Stunden runtergerissen worden sind. Also ich habe teilweise nachts erst um 1 die Grundschule zugeschlossen halt. Ne? Und das war, nach der Generalprobe um 4 Uhr morgens. Oder so rum, ja. Also, das war, sag mal, wenn man die Zeit einfach mal aufrechnen würde, dass es das Grundeinkommen, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Aber es gibt eine kleine Gefahr in der Diskussion, die wir jetzt gerade eben anstellen, ist, dass es im künstlerischen Bereich, sagen wir mal, wir sind ja jetzt alle, die wir hier um den Tisch versammelt sind, im künstlerischen Bereich tätig. Im künstlerischen Bereich sieht man sofort und weiß ganz genau, wie viele Stunden nicht bezahlt geleistet werden. Und deswegen, dass sich im künstlerischen Bereich auch relativ schnell sagen, ja, so ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre toll. Die Schwierigkeit ist, dass dann aber auch sowohl die Künstler als auch alle anderen davon ausgehen, seitdem es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, zahlen wir für Kunst erst recht nichts mehr. Das ist erst recht so, dass die Leute, weil sie ja ihr Leben und ihren Lebensunterhalt bezahlt kriegen, das alles bitteschön umsonst machen müssen. Das heißt, da könnte man möglicherweise auch davon ausgehen, dass es dann grundsätzlich keine Idee mehr gibt, dass das was wert ist. Also Olaf, da fahre ich dir jetzt mal in die Parade und sage, es wird ja sowieso schon kaum mehr was für die Kunst bezahlt. Ne? Die Leute wollen ja auch im Zeitalter des Netzes, ich meine, das kennen wir ja auch mit Musik und so, die wollen ja, oder wollen nicht alles umsonst haben, sondern finden das eigentlich selbstverständlich, dass sie alles umsonst kriegen. Das ist ja das Interessante, dass man gar kein Gefühl mehr davon hat, dass bestimmte Sachen auch bezahlt werden sollten, ne? schon allein als Anerkennung an die Künstlerinnen und Künstler. Das finde ich immer interessant, das ist nicht mehr in den Köpfen drin. Also ich würde auch kurz mal dagegen halten, weil ich das in der Kalkulation zum Beispiel mitbekommen, wir haben uns ja auch überlegt, was wir für die Eintrittskarte nehmen diesmal, halt, ne? Für diese besondere Promotion, und sind eben höher gegangen. Und dann werden wir eben von unseren Gästen schon gefragt, A, wie kommt es, sie sind uns alle Preise gewöhnt, und B, na, bei den Eintrittspreisen dann noch so und so viel fürs Getränk bezahlen wollen, können sie manchmal auch nicht nachvollziehen. Ja. Und da zu diskutieren, dazu habe ich dann auch keine Lust, wo ich sagen kann, okay. Ne? Darf ich mal fragen mit dem Eintrittspreis bei euch? 12 Euro. Ja, das ist aber natürlich ein Witz im Gegensatz zu den großen Theatern. Deshalb, also im großen Theater würde ja kein Mensch... Da gibt es natürlich für 12 Euro keine Karte, aber da würde natürlich das kein sein. Mensch mit 40, 50 Euro für eine Karte, wird sich keiner beschweren. Ne? Ja. Na, aber also ich sehe es jetzt im Verhältnis, ich meine, wir spielen 3 Stunden. Das Stück hat extreme Überlänge, würde ich jetzt mal sagen, und man kriegt eben auch was geboten. Ich finde es aber trotzdem eben ziemlich krass heutzutage, dass sich Leute über diese hohen Eintrittspreise wundern. Weil wenn man vom gevatter Staat nichts bekommt an Theatern, an Produktionen generell, an Stiftungen, wie soll es funktionieren? Nee, schon klar. Da stellt sich mir die Frage, wie stellen die Leute, die dann ins Theater gehen und sich aufregen über die hohen Preise, denken die darüber nach, wie das zustande kommt? Oder das ist für mich immer... unbegreiflich, wie die dann sagen, ja, 10 Euro ist mir jetzt zu happig, da gehe ich nicht hin. Ich meine, als Studenten kann ich es verstehen, die haben aber trotzdem dann die Ermäßigung, immerhin. Aber ich verstehe dann nicht, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich einmal im Monat ins Theater, ja, dann ist einmal im Monat eben gut. Aber dann eben zu sagen, ich kann es mir nicht leisten und guck mir lieber zu Hause den Film an oder setz mich vor den Fernseher und bleib nur noch Stubenhocker. Ich verstehe einfach die Aufregung darüber dann überhaupt nicht, wenn dann nichts bezahlt werden will. Vor allem kaufen, das sind dann immer die Leute, die man in irgendeinem komischen neumodischen Coffeeshop sieht, die sich dann für 8 Euro da irgendwie so einen komischen Cappuccino einsaugen. Ne? Das finden sie in Ordnung, aber nochmal 4 drauflegen und ein Theaterstück sehen. Das Macchiato des Tages. Ja, so ungefähr. Aber das Erstaunliche ist auch mit der ganz neuen Mediennutzung, wir sind ja jetzt auch auf YouTube, jetzt in diesem Augenblick, wenn Sie das sehen, sind wir auf YouTube, nehme ich mal an, dass diese YouTube-Kanäle ja auch zunächst einmal so funktionieren, dass man sich vor eine Kamera setzt und quasi nichts Vorbereitetes hat. Und damit dann ganz groß wird und erstaunlicherweise dann, wenn man dann ganz groß ist und 1,5 Millionen User und Nutzer und Klickzahlen hat, dann auf einmal kommen Medienkonzerne wie der Springer-Konzern und bauen einem eine ganze Redaktion um sich herum.
Es war jetzt gerade unlängst in Köln, da sind diese ganzen YouTube-Stars zusammengekommen zu einer riesen Fanparty, wo sie Autogrammkarten hatten und unterschreiben mussten und so weiter. Aber das Einstiegsmodell ist immer, da macht einer nichts und kriegt dafür einen riesen Erfolg, der ist aber auch komplett umsonst. Also ich schalte mir das umsonst ein und finde das toll, dass jemand anders in demselben Kinderzimmer sitzt wie ich und Schminktipps gibt. Und das kriegt riesige Klickraten. Das ist das Einstiegsmodell. Und die selber wurden interviewt, haben dann gesagt, aber wir trauen uns eigentlich nicht so richtig ordentlich intensiv vorzubereiten, weil da könnten wir scheitern. Also wenn wir tatsächlich, aber wir haben inzwischen die Sehnsucht danach, eine richtige Kunst abzuliefern, wo man wirklich sich vorher überlegt, was sagt man, wie baut man die Kamera auf, wie schneidet man und so weiter. Nur, wenn ich anfange nachzudenken, was ich tue, dann könnte ich zum Schluss bei einem Endergebnis landen, mit dem ich unzufrieden bin und womöglich sogar das Gefühl gehabt habe, grandios gescheitert zu sein. Also mache ich es lieber ganz einfach und zeige den Leuten, was ich gerade eingekauft habe. Wobei du das natürlich im Theaterbereich, gut, du kannst es, man kann modernes Theater, da gibt es ja allerhand, ne? Aber wenn du Klassiker spielst... Ich kann mir jeden Kameratisten vorstellen, der mit ein paar Altitüden auf die Bühne geht und dann spontan entwickelt aus den Sachen, die er gekauft hat, was er da über die Weltlage zu sagen hat. Gut, okay, das ist eine völlig aufwandslose Methode. Gut, okay, aber wir sind ja jetzt hier beim Thema Theater heute und da ist es natürlich schwierig, also wenn ihr nicht geprobt hättet, ich ohne eure Leistung oder euer Können in Frage zu stellen, aber ich gehe mal davon aus, ohne Proben hättet ihr nicht mal eben abends auf die Bühne gekönnt und dieses Stück zustande gebracht, also wage ich zu behaupten. Ne? Das heißt, man muss vorbereiten in dem Bereich. In dem Bereich sowieso. Also bei dem Stück war Vorbereitung das absolute Muss, weil es hätten viele Dinge schief gehen können, wenn wir an die Requisiten denken, wenn wir an das Glas, was da durchdenken, was auf dem Fußboden, was wir nicht bedacht hatten, wo er landet, wo man drauf treten kann, was mir dann auch passiert ist. Aber wenn man das nicht vorbereitet hätte, glaube ich, ordentlich, dann hätten viel mehr Unfälle passieren können mit dem Sofa, mit den Stühlen, mit allem, was dort postiert sein muss, wo es postiert ist dann. Seht ihr denn diese Gratiskultur als Konkurrenz für euch als Theaterschauspieler? Würdet ihr sagen, die Leute können ja im Internet alles Mögliche sich anschauen, wer geht dann noch ins Theater? Oder meint ihr, das ist keine Konkurrenz für euch, auch so dauerhaft gesehen? Naja, gar nicht mal, im Gegenteil sogar. Meine Idee früher war es ja mal gewesen, und daran halte ich auch nach wie vor fest, dass es eine Ergänzung sein könnte, auch für uns selber, dass wir sagen, okay, wir nehmen halt unsere Produktion auf, in welcher Form jetzt auch immer, und bringen sie bei YouTube da raus. Das wäre für euch eine Option? Auf jeden Fall, sicherlich. Klar, man muss nur die technischen Voraussetzungen erfüllen, man muss die Technik natürlich dafür haben, kostet natürlich auch wieder Geld, wo man sie herkriegen muss und so fort, aber auch darüber haben wir schon diskutiert, dass wir einfach einen eigenen YouTube-Kanal haben und ausnahmsweise letzten Endes dann... Also ausschnittsweise, aber kein ganzes Stück, weil das wäre ja dann wieder innerhalb dieser Gratiskultur. Das macht keinen Sinn. Also sagen wir wirklich entweder in Trailerform oder eben stückweise. Genau, dass man einfach sagt, man macht neugierig letztendlich oder produziert von vornherein ein Format, das darauf geeicht ist, eben so 5 bis 10 Minuten online zu bringen. Das machen ja viele, aber ich meinte jetzt, man hat ja mittlerweile bei YouTube, kann man ja schon ganze Spielfilme angucken und auch Theaterstücke. Seht ihr das als Konkurrenz, dass Leute sagen, naja gut, was soll ich ins Theater gehen und dann noch 12 Euro oder im großen Theater 40, 50 zahlen? Ich gucke mir das gemütlich zu Hause an und hab's da umsonst. Ist das für euch irgendwie eine Gefahr oder nicht so? Also man könnte es so betrachten, ja, dass es dann halt günstiger ist vom Eintrittsgeld her, aber es gibt einem ja niemals die Illusion, die Theater ja zielt sozusagen. Diese Live-Situation. Diese Live-Situation, die da ganz herausragend ist. Was bei uns im Zimmertheater halt auch noch so toll ist, ist, dass das Publikum sehr nah an dem Schauspieler dran ist. Das heißt, die sehen wirklich jede Mimik, jede Gestik, die Schweißperlen im Gesicht. Und es gibt eine ganz besondere Atmosphäre und ich glaube, die kann man niemals übers Internet so darstellen. Auch der Ton ist ja ganz anders. Ja. Also wenn man da direkt vorsitzt, man erlebt man jeden Moment anders, jeden Tag, wenn man jetzt in eine Inszenierung zweimal reingehen würde. Und dann sieht man vielleicht auch auf YouTube nur eine ohne Publikum, wo keiner gelacht hat nebenbei, wo man einfach nur das kalt abgenommen hat von der Bühne, einmal hundertprozentig gestellt, dann wiederholt.
Also es ist ja was komplett anderes, wenn man eine Aufzeichnung hat, als wenn man wirklich live dabei ist und vielleicht auch noch mit reingehen kann und was bewirken kann, vielleicht, indem man in dem Moment lacht oder weint oder schreit oder was auch immer. Also diese Theater, diese Konkurrenzsituation ist eher so bei Filmen gegeben, ne? wo man also einfach, wo man sagt, ob ich jetzt im Kino sitze oder gemütlich zu Hause im Sessel, das macht jetzt den Braten auch nicht fett, aber man hat ja sowieso im Kino auch die Live-Situation. Man sieht ja auch bei YouTube, wer was dagegen hat, ne? Also entweder die Kino oder wer auch immer, oder die kleinen Bilder. Also, wie gesagt, für mich wäre es eine schöne Ergänzung letztendlich und wir arbeiten daran, dass wir da auch mal wieder reinkommen, dass wir dort online bekommen. Aber selbst das kostet wieder Zeit, wo wir dann sagen können, woher nehmen. Man hat die Produktion Geld selber. Und wenn das jetzt die Postproduktion wäre, um das Ganze aufzubereiten, wo hält man die Zeit, wenn man wir sagen haben, wer bezahlt etwas in Anführungsstrichen? Das war wieder beim Grund. Genau. Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, wie sehr die Menschen alle unter Stress stehen. Weil ich kann mich dunkel erinnern, dass früher es Zeiten gegeben hat, da konnte man so um 17 Uhr darüber nachdenken, wo man um 20 Uhr sein wird. Also mit anderen Worten, man hat die Arbeit beendet und konnte um 20 Uhr ins Theater gehen oder ins Kino oder meinetwegen nett essen mit Freunden. Das ist heute nicht mehr so. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass man, wenn man Glück hat, um 20 Uhr aus dem Büro raus ist oder vielleicht, wenn es hängt dazu mir 21.30 Uhr, kann ich mich dunkel erinnern, dass es da Menschen gibt, die im Büro sitzen, die so lange gezwiebelt werden. Und die gehen, wenn sie überhaupt noch irgendwo hingehen, zu irgendeinem Absacker oder zur Nachtvorstellung im Kino. Aber zum Theater kommen die lange nicht mehr. Und das hat aber nichts mit dem Theater zu tun oder mit der Qualität des Theaters oder dass die Leute dort nicht hingehen wollten. Sie sind einfach nur fertig, sind durch. Und das hat etwas mit einer gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun, wo die Leute einfach nicht mehr zum Atem kommen oder gelassen werden. Wer kommt denn zu euch ins Theater? Ist das eher Berliner Publikum oder meint ihr, dass ihr auch Touristen anzieht? Wisst ihr das? Habt ihr da so ein bisschen Überblick? Also sehr unterschiedlich. Natürlich viele Leute, die dort in Kiez leben letztendlich, aber wir haben Publikum, die kommen aus der ganzen Stadt. Und meistens auch, sagen wir, ja, je nachdem, ob sie das Zimmertheater von früher kennen, umgezogen sind. Wir haben nun seit 20 Jahren, sind wir ja nun bekannt letztendlich und kommen sie schon von weit her von Italien. So Berlin-Touristen auch, wo irgendwie rumposant wird, Berlin ist arm, weniger, aber sexy und kreativ. Nein, also weniger. Also dafür ist Friedrichsfelde und dafür ist Lehmannstraße auch sehr ungeeignet von der Sache. Es sei denn, wir haben gezielt Werbung gemacht. Wir hatten zum Beispiel auch schon Abende gehabt, italienische Abende gehabt mit Pizzicati, mit einer Gruppe, die da Tarantella-Musik gespielt hat. Da konnten wir darauf bauen, dass auch international so eine Aufkundschaft da gewesen ist. Ne? Aber ansonsten weniger. Das wäre eher die Ausnahme. Also du sagst, die Berlin-Touristen, die gehen dann doch, obwohl sie nach Berlin kommen, weil es hier angeblich so toll und kreativ ist, die gehen dann aber doch wieder in die großen Häuser und in diese mainstreamigen Veranstaltungen. Nee, da muss man glaube ich, wieder Berg zum Propheten kommen. Ne? Also da muss man den Schritt dorthin machen. Das haben wir auch schon versucht, in Friedrichshain reinzugehen und dort die Leute abzuholen. Aber auch das ist immer nicht so ganz einfach, weil auch da braucht man die Lokalitäten, da braucht man Szenefläche letztendlich und dort halt. Ne? Okay, gut. Jetzt haben wir zur nächsten Musik ein Stück von dir. Sagst du da ein bisschen was zu, was uns jetzt hier eingespielt wird? Ja, also und zwar habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit Olaf zusammen und noch einem weiteren Kollegen, Mario Eckert, zusammen das Fluglärmkabarett aufführe. Wir führen es seit Januar auf. Wir haben angefangen, das im Zimmertheater einzustudieren und dort auch aufzuführen. Wir sind mittlerweile dann auch auf das Stadttheater Köpenick gekommen und auch auf die Kulturgießerei Schöneiche. Und jetzt stehen die nächsten zwei Aufführungen an. Die werden am 22.08. sein und am 29.08. im Stadttheater Köpenick, jeweils um 19.30 Uhr. Und für diese Aktion haben wir jetzt einen neuen Song aufgenommen. Und den würden wir uns wünschen, dass Sie den spielen. Eins oder zwei. Fahr ab das Teil. Eins oder zwei. Hast du gesehen, sämtliche Weltwunder schon gegen schöne Felsen? So Leute, wir sind beim bedingungslosen Nachmittag in der Endphase. Das Stück war gerade, vielleicht sagst du es nochmal kurz an, für alle, die es vorhin nicht
Nachricht haben. Was haben wir denn gehört? Ja, das war Airport und es geht um das Thema Flughafen und Fluglärm. Und wir führen das auf im Fluglärmkabarett, was demnächst auch im Stadttheater Köpenick zu sehen sein wird. Und zwar am 22.08. und am 29.08. jeweils um 19.30 Uhr. Super. Wenn du jetzt schon gerade das Mikro in der Hand hast, dann gib uns doch noch ein Abschlussstatement. Fang doch mal an. Ja, also ich habe mich heute sehr gefreut, hier zu sein. Es hat großen Spaß gemacht. Die Rolle macht mir auch sehr großen Spaß, die Martha zu spielen, weil die sehr ausdrucksstark ist und sehr faszinierend in vielen Facetten. Und ich würde mir wünschen, dass da ganz viele Leute hinkommen und sich das auch mit anschauen und sich alle weiter bilden. Das sage ich jetzt mal, wir sagen es später bei den Terminen nochmal an. Es gibt noch zwei Aufführungen von euch, und zwar ist das einmal am 14. August um 20 Uhr und am 15. August um 20 Uhr das ganze Zimmertheater in der Kultschule in Lichtenberg. Ja, also zwei, drei Minuten habt ihr schon. Ja, also ich darf mich auch nochmal ganz herzlich bei Olaf für sein Angebot bedanken, diese Produktion im Zimmertheater zur Aufführung zu bringen, und bei dem tollen Team. Es war, wie schon auf der Bühne sagte, sehr anstrengend, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr bedauert, dass wir während der Probephase keine Kamera dabei hatten, denn es war so anstrengend, so lustig, so göttlich war es, und daran hat man auch gemerkt, es sind Profis vor Ort, die es vom Handwerk verstehen, die mit viel Spaß, Gesundheit, die mit viel Spaß und Kreativität an einen Tag oder fast auch an die Nacht gegangen sind, und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da dran teilhabe und dass ich es begleiten durfte, und ich wünsche uns viel Erfolg für die nächsten zwei Tage und biete von meiner Seite an, also alle, die gerne kommen wollen und Leute mitbringen wollen, ein 2+1 Angebot. Das heißt, wer zwei Leute mitbringt ins Theater, kriegt sein Ticket nachher umsonst. Ja, das ist so ein Angebot, Leute. Also würde ich mir nicht entgehen lassen. Sagst du noch mal kurz was zur Zukunft des Zimmertheaters? Vielleicht noch mal zwei, drei Worte. Also wir bleiben dabei, solche kleinen Produktionen auf die Bühne zu bringen, bringen aber auch gerne andere Formate, oft Theaterformate, Kabaretttage letztendlich, die sind ja auch geplant, September, Oktober, November, wo wir Zimmertheater Steglitz, wo wir andere kleine Bühnen aus ganz Deutschland einladen und sind schon gut besetzt. Einfach anrufen bei uns, 5111333, und ihr könnt euer Ticket schon jetzt reservieren für die Kabaretttage November. Ja, und für nächstes Jahr haben wir auch schon vorgesorgt, dass wir sagen, okay, wir möchten dabei bleiben, kleine Kunst zu machen, für kleines Geld letzten Endes, in einer gemütlichen Atmosphäre. Und wer ansonsten das Zimmertheater sich anschauen will, kann gerne vorbeigucken. Wer es für Familienfeiern mit dem Kulturprogramm, ohne Kulturprogramm buchen möchte, ruft uns einfach an, meldet sich bei mir, schreibt uns eine E-Mail, guckt bei Facebook vorbei. Wie gesagt, also wir sind offen für Künstler, für Formate, für Schauspieler, für auch Gruppen. Super. Einfach Danke noch. Das wird Klaus auch nochmal im YouTube-Film unten mit laufen lassen, eure Telefonnummer und eure Kontaktadresse. Da kann man sich das da auch nochmal anschauen, wenn man es jetzt nicht schnell genug mitschreiben wollte oder konnte. Ja, auch nochmal ein dickes Dankeschön, dass wir hier sein dürfen, also von meiner Seite aus, weil es selten, finde ich, diese Gelegenheit gibt, auch mal Werbung zu machen in eigener Sache beziehungsweise in einer so tollen Sache wie dem Zimmertheater spielen zu dürfen. Ja, also davon einfach mal ein dickes Dankeschön. Ich finde es toll. Dieses Stück hat unheimlich viel gebracht. Uns, und ich denke auch, wer sich das von euch anschauen möchte, lernt vielleicht doch das eine oder andere dazu, beziehungsweise erschrickt sich vielleicht vor sich selbst, indem er denkt, oh, die Züge hatte ich auch vielleicht mal im Kopf, jetzt sind sie weg. Oder wird belehrt dadurch. Kommen noch. Sind verborgen. Und daher, kommt einfach zu uns, es wird toll. Wir machen uns einen gemeinsamen schönen Abend. Ja, das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass je ernster das Stück ist, das man probt, umso lustiger wird man auf den Proben. Ich weiß nicht, wie das wirklich zustande kommt, aber tatsächlich wahrscheinlich ist das die Vorahnung dessen, wie intensiv es dann bei den Aufführungen sein wird. Also während der Aufführung ist das ein ganz anderes Gefühl, aber die Proben waren wirklich sehr, sehr entspannend, sehr, sehr unterhaltend, sehr, also wir haben uns gekugelt, das kann man sagen. Absolut. Ich würde auch sagen, dass es lustiger ist, ein Drama zu spielen,
als eine Komödie, weil bei Komödien muss man sich immer am Riemen reißen, ernst zu bleiben. Ich muss jetzt ernst sein. Also lache ich los, verdammt, ich muss ernst sein. Und jetzt war es tatsächlich teilweise in Szenen so, dass wir uns angeguckt haben in die Augen und dann mussten wir gegenseitig loslachen und es gab kein Halten in den Proben, aber wie du so schön gesagt hast, wir wurden immer ernster und es wurde immer ernster auf uns. Jetzt ist es uns durchaus möglich, uns tief in die Augen zu gucken und uns auf Nasenspitzenlänge zu begegnen, ohne dass wir anfangen zu lachen. Richtig, ja, genau. Das ist auch eine hervorragende Entwicklung von den Proben zu den Aufführungen. An der Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an Oliver Koch, der zu dieser, sag mal, humorigen Zeit wunderbar beigetragen hat. Also, also ich fand es göttlich, ihn zu erleben, mal auf diese Art und Weise. Ja, und er ist jetzt gerade eben beim Arbeiten im Brown Dungeon, wie ich schon erwähnte. Ich hoffe doch, dass irgendjemand, der ihn kennt, heute jetzt zugehört hat, weil wir haben ja eine Radiosendung gemacht über ein Projekt, das ihm auch sehr am Herzen liegt, wenn ich das mitgekriegt habe. Also er ist wirklich für dieses Ensemble absolut, absolut unersetzlich. Ja. Absolut. Gut, dann freue ich mich, dass ihr da wart. Also das war mal eine schöne Abwechslung. Wir haben hier immer die bittere Politik, meistens Sozialpolitik, und heute war es nochmal richtig entspannt bei uns und unterhaltsam. Also vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Einladung. Und wir kommen jetzt nochmal zu unseren nächsten Terminen. Also Termine hatte mir Olaf, der ja sonst für die Termine zuständig ist, für die BDE-Termine, hatte mir gesagt, da ist Sommerflaute. Ist das richtig, Olaf? Zumindest habe ich keine Termine mehr geistig wahrnehmen können, okay, weil ich komplett absorbiert war in dieser Produktion. Gut, okay, dann nehmen wir das nämlich jetzt mal so, lassen wir das mal so stehen. Wir wollen aber gerne darauf hinweisen, dass unsere nächste Sendung ausnahmsweise im September nicht am 2. September Sonntag, sondern am 3. September Sonntag startet. Und das ist der 20. September, das ist 16 bis 18 Uhr wieder. Genau, ist der 20. September. Am 19. September am Vorabend feiert die BAG Grundeinkommen bei der Partei Die Linke, so ist die offizielle Bezeichnung, 10-jähriges Jubiläum. Vor 10 Jahren haben sich an dieser Partei schon Leute zusammengefunden, um fürs bedingungslose Grundeinkommen einzutreten. Und das feiern sie am Tag davor. Wir werden versuchen, einige Leute, insbesondere diejenigen, die nicht immer in Berlin sind, sondern die extra zu diesem Anlass nach Berlin kommen, hier in unsere Sendung zu holen und ein bisschen darüber zu reden, wie das BGE baut. Genau, also wenn jetzt jemand zufällig zuhört, der da Mitglied ist und nicht in Berlin wohnt, ihr könnt euch bei uns melden, aber wir schreiben euch auch nochmal in den nächsten Tagen, wir schicken nochmal ein Rundschreiben, schreiben euch an, würden uns freuen, wenn ihr, bevor ihr von Berlin aus wieder nach Hause fahrt, wenn ihr an dem Sonntag dann bei uns reinschaut, aber wie gesagt, ihr werdet alle noch angeschrieben. Möglicherweise habt ihr es jetzt schon gehört, denn wir sind ja weltweit im Internet zu hören. Gut, dann sind wir eigentlich sozusagen, Klaus, hast du eine kleine Musik, zwei Minuten? Dann würde ich sagen, tschüss Leute, den Film könnt ihr euch, so ihr wollt, ab Dienstag, Mittwoch nochmal anschauen in unserem YouTube-Kanal bzw. bei Kiekema Film Berlin. Vielen Dank hier in die Runde, vielen Dank an Klaus für die Technik und diesmal bis in 6 Wochen. Tschüss Leute. Ja, man merkt schon, ihr seid Schauspieler, also da sowas natürlich.